Schienen erarbeiten unser Einkommen und stellen uns für soziale sowie kulturelle Arbeit frei. Der BGE-Papst informiert, diskutiert und beantwortet Fragen rund um das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens. Jeden zweiten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de. Das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE, bedeutet, dass jeder Bürger ein garantiertes monatliches Einkommen als Existenzgeld erhält. Die Sendung will Menschen über das BGE aufklären und dazu anregen, sich mit diesem innovativen Thema zu beschäftigen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bge-film.de und www.bge-archiv.de. Du bist der Grund dafür, das Grundgesetz zu praktizieren. Du willst genau wie ich deine Würde nicht verlieren. Der BGE-Papst, jeden zweiten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de. Du bist der Grund dafür, das Grundgesetz zu praktizieren. Du willst genau wie ich deine Würde nicht verlieren. Deine Würde nicht verlieren. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Auch heute wieder am 8. März 2014 sind wir live aus der Abbaubar, aus der Sozialbar im Zentrum Danziger 50. Micha schüttelt den Kopf. 9. März, entschuldige Micha, steht ja auch hier auf einem Zettel. Ich hätte lesen müssen. Für die Schriftstellerei ist ja heute Juliane zuständig. Juliane, wen haben wir heute hier? Für die Schriftstellerei? Nein, wir haben heute eine Autorin hier, deshalb, das meinst du wahrscheinlich. Genau, ne? Das. Genau, wir haben Katrin Heinau hier. Katrin Heinau hat schon ein Buch geschrieben, rund ums Thema Hartz IV, kann man sagen. Aber da erzählt sie euch in der zweiten Stunde genaueres zu. Vor allem hat sie im Moment ein Theaterstück am Laufen oder ist Premiere in 2 Wochen, ne, zum Thema BGE. Hallo Katrin. Hallo Juliane. Erzähl doch mal eben, was du uns in der zweiten Stunde erzählen wirst. Ich habe das gerade etwas wirre hier vom Stapel gelassen. Stück, das wir produzieren, das ist das Kunger Kiez Theater. Wir produzieren ein Musical, das erste Musical, an das wir uns gewagt haben. Es ist eine Uraufführung, Komposition von Michael R. Schmitz und Text von mir. Es geht um den Wahlkampf eines unabhängigen Direktkandidaten, der sich für Grundeinkommen einsetzt. Zunächst mal gar kein Musical-Thema, aber wir haben, glaube ich, eine ziemlich fetzige Revue daraus gemacht und darüber würde ich gerne mehr erzählen. Super, das haben wir in der zweiten Stunde. Wir haben einen zweiten Gast hier, das ist der Ludger T. Passe. Habe ich das jetzt gut? Wunderbar. Dass du dich bitte auch nochmal schnell vorstellst. Also mein Name ist Ludger T. Passe und ich bin jetzt so um die 50 Jahre alt, habe 38 bis 40 Jahre sehr gut funktioniert und seit 12 Jahren bin ich halt auf Abwägen und versuche alternative Ideen, Konzepte den Leuten sozusagen schmackhafter zu machen. Bin momentan hauptsächlich aktiv im Zeitgeist Movement, die auch in Kürze eine Veranstaltung in Berlin haben. Das ist der Z-Day, der wird international sozusagen veranstaltet und da werde ich dann gleich auch noch was dazu erzählen. Wunderbar, alles auch in der zweiten Stunde, aber hauptsächlich haben wir heute den BGE-Papst höchstpersönlich hier. Also er ist ja immer hier, aber sonst sitzt er an der Technik. Heute wird er uns einiges erzählen und zwar zum Sanktionsarchiv Schinders Liste. Micha, bist du schon bereit? Oder? Ja, genau, deshalb, ich habe dir gerade rüber gezeigt, eben halt Technik ist soweit alles eingepegelt. Ich kann selber inzwischen den Mund aufmachen und ja, als BGE-Papst sitze ich heute wieder an der Technik, mache die Technik, aber gleichzeitig bin ich eben halt auch als Wendeberater zu Gast und will zu diesem Thema Sanktionen im Hartz-IV-System eben halt das Sanktionsarchiv zum einen vorstellen. Dann hat sich was Neues getan, was Neues entwickelt, es fängt an und entsteht eine Liste der Opfer der Agenda 2010, eigentlich ein sehr trauriges Thema. Dort listen wir, einige Aktive sind daran beteiligt, die Texte zu erstellen, das Ganze zu recherchieren. Das Ganze hat durch eine Facebook-Initiative ist das angefangen. Die Opfer, eben halt die Todesopfer der Agenda 2010 mal aufzulisten. Also Menschen, die sich das Leben nehmen wegen Wohnungsräumung, Arbeitsverlust und in die Mühle reinkommen. Menschen, die verunfallen, weil sie keinen Strom haben und dadurch zum Beispiel mit Kerze ihre Wohnung in Brand stecken und sich selbst töten. Menschen eben halt, die ganz gezielt zum Beispiel vorm Reichstag sich das Leben nehmen und so weiter. Also Schicksale, Einzelschicksale, die wirklich immer so auch als Einzelschicksale abgetan werden.
aber mal in einer Menge als Liste dann eine gewisse Aussagekraft bekommen. Und das, da wollen wir tiefer sozusagen in der ersten Stunde ein bisschen dann reingehen. Genau, gut. Rolf Gensrich ist noch hier, gerade reingeschneit. Und wir haben noch Klaus von Kiekema Film Berlin, der filmt mit. Ihr könnt euch die Sendung so ab Dienstag, Mittwoch in unseren Kanälen angucken. Das ist einmal der Kanal BGE-Kanal und der Kanal von Kiekema Film Berlin. Und jetzt machen wir erstmal eine Musik. Genau, genau. Und der Klaus weiß, Abgabetermin ist wie immer vorgestern. Seine Scheinheiligkeit. Der BGE-Papst predigt jeden zweiten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE. Der BGE-Predigt kann nicht nur weltweit live auf rockradio.de, sondern auch öffentlich in der sozialen Kellerbar des Zentrum Danziger 50 in der Danziger Straße Nummer 50 in Berlin-Prenzlauer Berg gehuldigt werden. Und damit kein BGE-Jünger umsonst erscheint, ist an diesem Tage die soziale Kellerbar von 15 bis ca. 19 Uhr geöffnet. Der Altarwein kann zum göttlichen Vereinspreis erworben werden. Gepriesen sei das BGE. Hostien und Chips sind aber bitte selber mitzubringen. Alle örtlichen abtrünnigen BGE-Jünger können ihre BGE-Beichte außerdem auch gerne über den Chat von rockradio.de ablegen. Ja, Michael, du hast es gerade gesagt, hier kann auch jeder herkommen. Damit möchte ich nochmal hier die Gäste im Haus begrüßen, die einfach hier vorbeigekommen sind. Hallo. Wünschen, die dann natürlich auch Fragen stellen dürfen. Und die Juliane hat es eben mal angedeutet, ich komme direkt noch von der Stadtführung ein bisschen durchgehechelt, aber das ist ja bei mir normal, oder? Ja, und deshalb mache ich jetzt weiter. Also es geht ja heute bei uns, wenn ihr euch gerade erst zugeschaltet habt, ums Thema Sanktionen in Hartz IV. Und Michael Fielsch hat sich da Ende letzten Jahres was überlegt. Was ist das genau? Erzähl mal bitte. Naja, eigentlich ist die Idee daher gekommen, ich war selbst in einer Maßnahme drin, ja, und sollte mal wieder ein Bewerbungstraining eben halt machen, wo ich eigentlich auch offen aufgeschlossen war dem Ganzen, weil ich selber mich ja auch als Wendeberater ja überall bewerbe und dachte ich, Mensch, da könnte ich auch eine neue Qualität reinbekommen. Interessant war, dass ich bin da drin in die Maßnahme, die Dozenten haben mitbekommen, was ich alles mache, wie ich aktiv bin, saßen dann erstmal da und sagten, okay, Herr Fielsch, wie wollen wir Sie jetzt noch motivieren? Und die zweite Aussage von den Dozenten dort war dann, wie weit ist denn das mit dem BGE? Wir wollen hier ganz gerne raus. Ich wollte es gerade sagen, also die sitzen da sozusagen auch nicht unbedingt freiwillig und aus Obsession. Genau, genau so ist es. Also das war schon erstmal eine ganz tolle Erfahrung. Dann kam eine Dozentin auf mich drauf zu, guckte sich eben halt meine Bewerbung dort als Wendeberater an und sagte, Mensch, inhaltlich alles prima, aber das muss noch anders gestaltet werden, damit wenn es einer vom Personalwesen eben halt einer Firma, die sozial eingestellt ist, eben halt bekommt auf den Tisch, wirklich auch erstmal sagt, Mensch, den laden wir mal erstmal auf jeden Fall ein und hören ihm mal zu. Und da sagte sie eben halt, also dementsprechend würden wir das mal umgestalten. Mein Problem war nur gerade, es ging dann gerade die BGE-Demo, die war gerade in Vorbereitung. Und ich musste ihnen klar machen, ich habe keine Zeit dafür, mich da hinzusetzen und die Bewerbung zu überarbeiten und so weiter. Also habe ich erstmal auch ganz ordentlich meinem Arbeitsberater Bescheid gesagt, eben halt, ich pausiere einen Monat, eben halt, das geht nicht anders, ich muss diese Demo und da waren noch einige andere Dinge, eben halt, das ist mir wichtiger, auch natürlich auch immer in diesem Kontext eben halt, dass ich da als Wendeberater ja auch gerne beratende Tätigkeiten machen möchte, für die ich dann eventuell auch mal entlohnt werde. Und ja, kein Problem eben halt, dann haben wir die Demo alles ja durchgezogen, Juliane, weißt du ja. Und ja, dann hätte ich dann aber zur hingemusst in diese Maßnahme. Und ja, ich habe also jeden Tag das immer vor mich hingeschoben. Also morgen gehe ich ganz bestimmt. Aber ich habe keine Zeit gehabt dafür. Und dann ist in mir eigentlich ein Druck aufgebaut oder entstanden, wo ich mich jetzt gefragt habe, okay, also du handelst jetzt nicht so, wie das Jobcenter das eigentlich von dir verlangt. Du bist jeden Tag aktiv, du bist draußen. Arbeit hast du ohne Ende. Aber trotzdem kann man dich dafür jetzt sanktionieren. Was machst du dann? Wie soll ich das rausschreien? Die ziehen mir von dem wenig Geld, von dem ich jetzt schon versuche, über die Runden zu kommen, ziehen sie mir dann noch Geld ab.
Erstmal nur ein bisschen, dann immer mehr und so weiter. Und wie geht das eigentlich anderen und wie leben die damit? Und das müsste man eigentlich mal öffentlich machen, ist mir dann so. Das war schon im Hinterkopf, war das schon irgendwo immer so ein Gedanke eben halt, so eine Liste. Und dann habe ich jemand geschrieben, die Idee, und meinte, das ist sowas Ähnliches, wie da mal jemand eine Liste gemacht hat. Und da hat es Klick gemacht und da wusste ich den Namen und da wusste ich, das Projekt geht los und wird unter dem Namen Schindlers Liste öffentlich gemacht. Das ist ja jetzt ein Projekt, wo du die Leute aufforderst, Sanktionsbescheide einzureichen, und die werden dann ins Netz gestellt. Also ich kann erzählen, ich habe dich dann zum Anwalt begleitet, weil wir uns haben beraten lassen, ist es denn überhaupt möglich, dass man beispielsweise den Namen der Sachbearbeiterin mit reinstellt ins Netz, oder kann die dann klagen, weil sie sagt, das ist mit mir nicht abgesprochen, oder das sogenannte Team steht ja wohl auch immer oben auf den Bescheiden drauf, und da hat der Anwalt uns gesagt, das dürfen wir nicht machen, da können uns die Sachbearbeiterin ans Zeug flicken und so ist es entstanden. Es sind aber jetzt mittlerweile, aber das erzählst du besser, sind aber mittlerweile auch viele Sanktionsbescheide auch eingegangen bei dir. Also es werden geschwärzt die Namen der Sachbearbeiter beziehungsweise des Team, und dann werden die ins Netz gestellt. Erzähl doch mal bitte, wer schickt was, aus welchen Gründen werden die Leute sanktioniert und wo kann man sich das Ganze anschauen? Ja, beziehungsweise genau, du warst auch von der Idee dann sofort begeistert, und wie gesagt, eigentlich war dann die Idee, und dazu muss ich nochmal überleiten, ich bin als Ostberliner Mauerkind ja groß geworden, und mir hat man als Kind und Jugendlicher in der Schule oder überhaupt die Gesellschaft beigebracht, eben halt, es ist richtig und notwendig, Menschen, die vor dem System fliehen wollen, in den Rücken zu schießen und sie zu ermorden, beziehungsweise eben halt am anti-imperialistischen Schutzwall. Ich vergesse das schon immer wieder, meine Schulkenntnisse sozusagen. Also wie gesagt, es wurde mir beigebracht, eben halt Menschen zu erschießen an der Mauer ist legitim für den Erhalt des Systems eben halt. Und diese Parallele sehe ich eben halt zum einen rückwärts in Richtung eben halt des Nazi-Systems. Und auch natürlich jetzt nach vorne in Richtung eben halt der Sanktionen. Für mich sind die Menschen, die jetzt andere Menschen sanktionieren, und das oft heraus, um, ja, mit der Begründung, sie machen ja selber nur ihre Arbeit, beziehungsweise eben halt, das muss so sein, die Menschen müssen gezwungen werden und so weiter. Für mich sind es die neuen Mauernschützen. Und dieses Sanktionsarchiv soll eben halt eine Gegenöffentlichkeit darstellen. Sie soll zeigen, für was Menschen sanktioniert werden. Das Archiv soll zeigen, dass Menschen bis zu 0% oder bis zu 100% inklusive Miete und Krankenversicherung sanktioniert werden können. Ja, das bedeutet eben halt, man verliert seine Wohnung, man verliert die Krankenversicherung, selbst wenn Kinder mit drauf angemeldet sind. Also wenn ich ins Jobcenter gehe, um dort Dinge zu klären oder eben halt alles irgendwo zu tun, um dieses Geld zu bekommen, man hält mir jedes Mal, wenn ich die Tür betrete oder dieses Haus betrete, man hält mir eine Waffe an den Kopf und nennt das dann Ganze, wir vereinbaren jetzt etwas. Ja? Und ich habe gar keine Chance, überhaupt etwas zu vereinbaren, weil ich weiß, wenn ich nicht das dem entspreche, was dort gefordert wird, wird abgedrückt. Und das, der Vergleich dann eben halt mit dem Nazi-System, da wurde ich dann natürlich auch eben halt sehr angegriffen wegen dem Namen und so weiter. Nur das Problem ist eben halt, auch der Imperialismus hat gelernt. Er weiß, dass er heute so einfach keinen Krieg mehr in Europa an oder in Westeuropa anzetteln kann. Und dieses System, was da jetzt abläuft, das ist unterschwellig. Also die Menschen werden zum Sterben nach Hause geschickt. Sie kommen nicht mehr in ein Lager, sie werden nicht mehr alle gebrandmarkt, sie werden nicht mehr so eben halt gebündelt eben halt, sondern sie werden vereinzelt. Also genau das Gegenteil. Sie werden vereinzelt, sie werden mit Schuld überladen und gehen dann psychisch völlig gebrochen nach Hause. Wir wissen, die Krankheiten, die psychischen Krankheiten sind mörderisch angestiegen eben halt. Wir haben eben halt, wie gesagt, viele Schicksale, Menschen, die sich das Leben nehmen und so weiter. Und diese ganzen Zusammenhänge eigentlich öffentlich zu machen oder offen zu machen und zur Diskussion anzureden. Warum?
Um Gottes Willen, wir haben oder unsere Vorfahren haben hart dafür gearbeitet, dass wir nicht hart arbeiten müssen, nicht mehr hart arbeiten müssen. Ja, warum können wir diese Errungenschaft nicht feiern? Warum können wir sie nicht leben, sondern fangen wieder an, die Menschen, die freigestellt sind, zu stigmatisieren, zu kriminalisieren und so weiter? Naja, nun sag ich, wir haben ja ein Wirtschaftssystem, wo es darum geht, billige Arbeitskräfte parat zu haben. Da, wenn du mal guckst, wir sind Exportweltmeister, wir brauchen ja günstiges Humankapital, wie das immer genannt wird. Darum geht es ja bei diesem System. Also es geht ja nicht darum, dass Leute, die erwerbslos sind, dass die jetzt Geld kriegen oder nicht. Es geht ja darum, die Leute, die noch in Arbeit sind, abzuschrecken. Also ihr habt euch bestimmte Zumutungen gefallen zu lassen, ihr dürft nicht aufmucken und so weiter und so fort. Das ist ja Hartz IV, ne? Und da ist natürlich jetzt meine Frage, dieses Sanktionsarchiv, ja, schön und gut, aber für wen ist das? Wen soll das jetzt beeindrucken, berühren, interessieren? Für wen wird das gemacht? Also es ist immer von beiden Seiten oder von zwei Seiten zu betrachten. Zum einen soll es den Menschen, die halt betroffen sind, eine Plattform geben eben halt, weil einige stellen es auch selber von sich aus auf ihren Seiten ins Internet und so weiter, die aber kaum gefunden werden oder immer als Einzelfälle abgetan werden. Und und dass man gegenseitig sieht auch, ach guck mal, der ist betroffen, der ist, und da gibt's den und so weiter. Also, dass diejenigen aus der Vereinzelung und aus dieser Isolation herauskommen. Ja, das will ich mit dem Archiv erreichen. Eben halt, und auf der anderen Seite eben halt Menschen zu zeigen, die noch in Arbeit stecken, so wie du sagst eben halt. Auch für mich geht es bei dieser ganzen Sanktionsdingen und dieses Hartz-IV-System gar nicht so sehr um die Hartz-IV-Empfänger, sondern eigentlich die, die noch Arbeit haben, um sie runterzudrücken und zu sagen, wenn ihr nicht jetzt nochmal wieder ein bisschen vom Lohn runterkommt, hier ein bisschen verzichtet, kein Problem, dann entlasse ich euch, schicke euch in eine Richtung in diese Hartz-IV-Mühle rein. Und diese Angst ist ja so stark, dass ja so viele Menschen sogar ja noch auch aufstocken. Das heißt, sie gehen wirklich für einen unter Mindestlohn arbeiten, müssen dann noch beim Arbeitgeber einen freien Tag oder freie Stunden anmelden, um zum Jobcenter zu gehen, um sich dort Stütze abzuholen. Also es ist ein irrsinniges System und vor allen Dingen auch menschenverachtend. Denn wenn du arbeitest und, sage ich mal, auch 8 oder 10 Stunden arbeitest und davon nicht mal deine Familie ernähren kannst, Urlaub leisten kannst und so weiter alles, wie ich immer so schön sage, für das Geld mache ich mir einen schönen Tag auf dem Balkon, ja, aber ich gehe nicht dafür arbeiten. Hm. Und das ist jetzt eben die Frage, die ich mir dann stelle. Diese Leute beeindruckt die so ein Archiv. Was meint ihr hier, meine Gäste? Sagt ihr, ist man davon beeindruckt? Sagen wir mal, du gehst jetzt für 4 Euro, hast einen Job, dir wird 4 Euro geboten von deinem Arbeitgeber, der sagt, ja, geh mal los, hol dir den Rest vom Amt. Und du siehst jetzt dieses Archiv im Netz. Bist du davon beeindruckt? Geht dir dann Licht auf hier? Ich gehe dafür nicht arbeiten. Was sagst du? Hat das Sinn und Zweck? Nun ja, ich bin ja auch Aufstocker, habe aber das große Vergnügen, durchaus relativ wenig Stunden zu arbeiten, weil ich auch so wie Michael halt versuche, meine Hauptzeit nicht damit zu beschäftigen, sozusagen lohnabhängig zu arbeiten, sondern Sachen für die Gesellschaft zu tun, die die Gesellschaft jetzt gerade vielleicht noch gar nicht so denkt zu brauchen oder haben zu wollen. Und von daher arbeite ich relativ wenig Stunden, muss also aber auch aufstocken, habe also dasselbe Thema, dass ich da immer wieder regelmäßig bei diesem Jobcenter auftauche. Aber ich habe es eigentlich hinbekommen, aber als Aufstocker hat man natürlich da einen relativ positiveren Stand, weil du da sozusagen ja schon zeigst, dass du einen großen Willen hast und schon noch halbwegs für das System zur Verfügung stehst. Aber generell finde ich der Name ist natürlich schon heftig, das Programm Schindlers Liste, das ist ja schon echt hart, aber logischerweise stecken da natürlich wirkliche Einzelschicksale hinter, die man Tatsache mal auch in die Öffentlichkeit holen sollte. Denn, ich sag mal so, 1 Million Einzelschicksale sind irgendwie 1 Million Menschen, ne? Das ist das Wesentliche dabei. Und deswegen ist es doch mal wichtig, dass man diese Schicksale auch mal ruhig in die Öffentlichkeit reinbringt. Denn ich glaube, dass man viele Leute, ich glaube auch schon, dass viele Leute in Deutschland also schon Berührungspunkte mit Hartz IV haben, auch wenn sie selber noch nicht reingefallen sind, weil im Bekanntenkreis schon Leute sind, die Hartz IV in irgendeiner Form bekommen haben.
oder und da auch entsprechend schon Sachen erzählt haben. Ich glaube, dass innerhalb der Bevölkerung schon ein ziemlich großer Widerstand bei diesem Hartz IV auch ist und dass viele Leute bemerken, dass das nicht das letzte Ding ist, was sozusagen wirklich das Problem von Vollbeschäftigung, von der Idee von Vollbeschäftigung oder Ähnliches lösen kann. Und von daher sind alle Aktionen in dieser Richtung, solche Sachen, auch so eine Einzelfälle in die Öffentlichkeit zu bringen, schon recht wichtig. Katrin? Mich hat das eben ziemlich beeindruckt, als ich das gehört habe, das Projekt. Titel weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, dass es gut ist für diejenigen, die es betrifft, Leidensgenossen und Genossinnen zu finden und sich nicht mehr so vereinzelt zu fühlen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist für die Frage des Schuldgefühls, was da aufgebaut wird und aufgebaut werden soll, ganz systematisch, sich eben doch also ein politisches Bewusstsein zu bewahren in der Situation. Und das bedeutet ja immer, sich solidarisch zu erklären beziehungsweise fühlen zu dürfen, einfach dadurch, dass es mal so eine Möglichkeit der Vernetzung und eines Forums gibt und man sich überhaupt entdecken kann wechselseitig. Das, glaube ich, ist sehr nützlich. Und was meinst du, Leute, die eben noch nicht direkt betroffen sind? Also sagen wir mal, ich arbeite jetzt für Niedriglohn und schaue mir das an und was glaubst du, wie sowas auf die wirkt? Kriegen die Angst? Fühlen die sich solidarisch mit den Leuten, die dort sanktioniert werden? Oder sagen die, na hör mal, ich muss auch arbeiten, sollen die doch auch arbeiten gehen? Was glaubst du, wie wirkt das? Na, ich glaube, dieses Schicksal, sanktioniert zu werden, wird dadurch zunächst mal konkreter und dadurch auch einschätzbarer. Man kann sich selber überlegen. Ja, genau. Also es ist nicht irgendwie etwas Ominöses, was nur anderen passiert, die man nicht kennt, sondern man kann sich das angucken und zwar auch bei verschiedenen Menschen angucken oder Kontakt aufnehmen wahrscheinlich sogar. Darüber wirst du ja vielleicht gleich noch was erzählen. Je konkreter, desto besser, würde ich sagen. Ja, ich erzähle gleich noch was, aber ich sehe gerade auf die Uhr, wir sind schon wieder 24 Minuten auf Sendung 25. Ich spiele erstmal eine Musik und dann machen wir weiter. Jetzt sag mal, wer hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Arbeit sein muss? Das war doch sicher jemand unter Drogeneinfluss. Zur Strafe geht's jetzt barfuß ins Bett und da kannst du dann träumen, wie Elfen dir helfen, deinen Scheiß wegzuräumen. Oh oh, und der Wecker klingelt, das klingt oh oh. Und ich reib mir die Augen und bin oh oh. Ich darf arbeiten gehen, draußen regnet es mal wieder, das Leben ist. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Auch heute das Ganze live aus der Abbaubar im Zentrum Sandsicker 50. Und wir sind sehr, ich bin sehr interessiert mit dem, was Micha macht. Hab dann nachher noch für nach der Satire ein Stück, das da genau das Thema reinpasst, ein Musikstück. Hören wir dann nachher. Ich staune, wie ruhig du jetzt in dem ersten Block eigentlich warst. Ich hab gedacht, kommt noch. Nee, ich wollte heute nicht. Also, nee. So, ich habe natürlich eine Frage an mich. Ich habe viele Fragen an Micha, aber eine jetzt ganz besonders. Also es ist ja immer so, dass nach jedem Unrechtssystem das Unrechtssystem dann aufgearbeitet werden muss. Das hatten wir nach dem Dritten Reich, das hatten wir nach Maueröffnung. Du beugst jetzt sozusagen vor, habe ich das richtig verstanden, genau, damit wir nachher nicht so viel Arbeit haben? Oder? Also du weißt ja selber, ich will ja berühmt werden und will also schon die nächste Gauk-, Bürgler- und Jahn-Behörde aufbauen. Alles in allem. Und das ärgert mich eben halt, dass immer sehr populistisch dann auch das Unrecht des Vorgängers aufgearbeitet wird oder zur Schau gestellt wird. Live natürlich für mich eben halt als Ostberliner Mauerkind eben halt mitbekommen mit den Mauerschützen, wie sie dann nach der Wende eben halt, also vor der Wende hat man mir beigebracht, es ist richtig und notwendig, nach der Wende hat man mir gesagt, das ist falsch und eine Straftat, jetzt sagt man mir eben halt, ja, es muss sanktioniert werden, bis auf null, bis die Existenz, bis der Mensch kaputt geht, es ist richtig und notwendig, ich weiß, nach der Wende werden wir das Ganze wieder aufarbeiten und so weiter und ich würde die Aufarbeitung schon jetzt präventiv vor der nächsten Wende. Ich hau da jetzt mal kurz rein, Micha, weil ich hatte letztens bei einer Führung mal die Anfrage, wie schlimm war es denn in der DDR damals mit dem Abhorchen und so weiter. Dann habe ich dann gesagt, es hatten nur 10% der Leute ein Telefon und die Stasi hätte sich über die heutigen Methoden gefreut, die man jetzt hat. Also so schlimm war es denn nun wirklich nicht, ohne es zu verharmlosen. Das, was wir jetzt aufarbeiten in der Gauk- und Bürtlerbehörde. Ja, aber das eine ist das, sage ich mal, normale DDR-Leben. Und das andere ist eben halt, das weißt du selbst, du bist auch Ossi oder nee, jetzt bist du Wossi.
du weißt eben halt, wie schlimm der Druck war, wenn man zur NVA, und wir mussten im Prinzip fast alle zur NVA, außer die, die es wirklich geschafft haben, sich davon befreien zu können. Aber da, auch das war nicht so einfach, wie es heute mit dem Zivildienst oder so ist. Und der Druck, die Angst, an die Grenze zu kommen, die war, das war richtig, ja. Das war ein Horror, bis du dann eben halt, bis dir mitgeteilt wurde, eben halt, wo du hingekommen bist. Und dann war es eine riesige Erleichterung, wenn man nicht an die Grenze gekommen ist, weil die Frage dann eben halt, was machst du selbst, wenn da jemand abhaut, schießt du daneben, was passiert, wenn daneben schießt eben halt, was ist, wenn der Zweite, der mit dir geht, abhauen will und dich erschießen würde, oder wenn der jetzt losrennt, würdest du den, also, Der Druck gerade für einen jungen Menschen, der ja da noch überhaupt nicht, der ja völlig noch unfertig ist in seiner Persönlichkeit, ja. Und das war, also denke ich mal, für jeden Jugendlichen in Ostdeutschland ja belastend. Da haben wir ja heute Parallelen, da kann man sagen, die Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter beim Jobcenter, die diese Sanktionen verhängen, das vergleichst du also jetzt mit den Mauerschützen. Das heißt, diese Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter können dich auf null kürzen, du hast kein Geld mehr, kein Geld für Miete und so weiter und so fort. Wie sehen die in deinen Augen aus? Sind das Schuldige? Können die was dafür? Können die nichts dafür? Wie siehst du das? Hatte da auch letztens einen Hörer, der dann mich hilfesuchend anrief und fragte, Rolf, was soll ich machen? Das Jobcenter möchte mich einstellen. Ich kann doch nicht Leute über den Tisch ziehen und die in Arbeit zwingen. Genauso ist es doch heute, oder Micha? Ja. Also ich halte diese nicht jetzt direkt für Täter im Sinne von, dass sie bewusst wissen, was sie machen. Deshalb soll ja dieses Archiv und die Opferliste es ja aufzeigen, was dort wirklich aus dem System heraus passiert. Aber ich halte diese Menschen für charakterschwache Menschen. Mhm. Ja, für charakterschwache Menschen, die nicht sozusagen ihre Remontationspflicht nachkommen und dem Arbeitgeber sagen, dieses, was ich hier tun soll, ist menschenverachtend, es ist gegen das Grundgesetz und ich tue diese Arbeit nicht. Okay. Ja? Ja, wobei das Spannende ist ja auch bei diesen Leuten, eventuell sind es ja vielleicht Leute, die auch schon den Druck und die Angst haben vor Hartz IV oder auch deren, wenn sie keine Alternativen für sich sehen, außer dieses jetzt zum Beispiel, das kann ja auch aus Angst geboren sein, aber es gibt ja tatsächlich auch Leute, die ja diese Überzeugung haben, dass sie da vielleicht was Gutes tun, wie es ja damals eventuell Leute freiwillig schon immer gab, die aufgrund dessen, dass sie die Systeme, die da vorhanden waren, wo sie dran geglaubt haben, auch unterstützen wollten. Ne? Auch Verblendung ist ja jetzt nichts, was man wirklich vorwerfen kann, wenn ich jetzt einer bestimmten Überzeugung sozusagen, wenn sie mein Glaubensprinzip im Endeffekt ist, auf dem ich gerade durch die Welt laufe, so wie ich die Welt betrachte, das kann man ja ganz schwierig als Vorwurf, finde ich, formulieren. Ja, also ich finde auch eben halt, man kann ja nur Entscheidungen darauf basierend ausführen, auf Basis des gesamten Wissens, was ich habe. Mhm. Ja, und das, was ich ja heute mache, dass ich mich auch, sage ich mal, eben halt als leidenschaftlicher Hartz-IV-Empfänger und hyperaktiver Taugenichts einbringe, eben halt, das ist eine bewusste Entscheidung aufgrund aller Erlebnisse, die ich im Leben hatte. Ne? Und ich hatte das Glück, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf, als Ostberliner Mauerkind neben dem System zu stehen, es erstmal von außen betrachten zu können, es gleichzeitig in der sozialistischen Schule jeden Tag eingeprügelt zu bekommen. Und jetzt hatte ich ein Zwangspraktikum über 20 Jahre hinweg und habe gesagt, nein, da gehe ich nicht in die Vollbeschäftigung rein. Ja, so, und das muss aber eben halt auch den Mitarbeitern bewusst gemacht werden und deshalb diese Listen oder dieses Archiv, diese Liste, worüber wir gleich noch sprechen und dann im nächsten Block dann noch über die Aktivitäten, damit Mitarbeiter wirklich dann nicht später sagen können, davon habe ich nichts gewusst. Ja? Sehr gut. Ich gebe mal kurz weiter. Katrin. Und das alles ist die Tätigkeit als Wendeberater, frage ich mal, weil ich kannte das noch nicht. Du hast die Frage aufgeworfen. Mhm. Genau. Also du siehst ja, ich war jetzt ein paar Jahre lang, habe ich mich hier als BGE-Papst sozusagen eingebracht eben halt, habe dann gemerkt, okay, BGE ist ein wichtiges Thema, habe ja auch eine Radiosendung bei Alex im offenen Kanal zum BGE und habe aber gemerkt eben halt, es gibt viele andere parallele Themen, die ebenso wichtig sind. Ja, direkte Demokratie eben halt, Umstrukturierung des ganzen Finanzwesens, beziehungsweise überhaupt die Frage, ist Geld rechtens sozusagen oder und so weiter. Und ja, und da ist die Idee eben halt entstanden, diese BGE-Sendung beim offenen Kanal aufzugeben. Ich brauchte was Neues, wo ich eine Themenvielfalt eben halt mehr rüberbringen kann. Und wie gesagt, ich habe schon eine Wende hinter mir. Ich habe es ganz viel mit Leuten zu tun, die alle resigniert sind und sagen, hat ja alles sowieso keinen Zweck und wird ja nicht und da geht sowieso nichts zu ändern und so weiter. Und da kann ich immer als erfahrener Ossi sagen, doch.
Und es kann manchmal schneller gehen, wie du glaubst. Ja? Und aus diesem Erlernten oder aus dieser Zuversicht zu wissen, diese Dynamiken zu kennen, dieselbe Stimmung jetzt hier wieder zu erleben, eben halt, da ist dann so irgendwo dieses mit dem Wendeberater entstanden, wobei ich dann nach der Wende natürlich werde ich Wendehalsbetreuer. Und geht deine Auseinandersetzung mit dem Jobcenter auch dahin, dass du möchtest, dass der Wendeberater als Beruf anerkannt wird? Ja, auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eben halt, wenn einige eben halt sagen, ja, sie müssen es ins Jobcenter, also wir feiern es inzwischen, wenn wir ins Jobcenter bestellt werden, weil für uns ist es ein Event, ja, und ich bin schon kurz davor, dann auch nach dem Beratungsgespräch, was ich mit dem Arbeitsberater mache, es ihm dann auch in Rechnung zu stellen. Mhm. Ne? Wie kommen die denn damit klar? Haben sie das Gefühl, sie haben es hier mit einem Satiriker zu tun oder nicht? Sie haben es in erster Linie, haben sie das Gefühl, das geben sie mir immer, mit einem kranken Menschen zu tun, ja, weil ich uneinsichtig bin. Eben halt, weil ich gar nicht merke, wie ich außerhalb des Systems stehe. Ja? Und wenn wir dann aber näher diskutieren oder und so weiter drinnen, merken sie, ach, da ist ja doch was dahinter. Mhm. Und ich glaube eben halt, wie gesagt, ich bin jetzt die zweite Hälfte dieser Maßnahme, bin ich nicht angetreten. Und ich habe bis jetzt keine Post und nichts. Ja? Weil sie einfach auch wissen, und das war mal ein schöner Spruch, den mal jemand mal kreiert hat, eben halt, es gibt die Kurzzeitarbeitslosen, die relativ schnell wieder in Arbeit vermittelt werden. Ne? Es gibt die Langzeitarbeitslosen, es gibt die, die sich damit auskennen. Und die, die sich auskennen und wissen, wie man sich gegen das System zur Wehr stellt, die lässt man auch meist in Ruhe. Ja, weil die Arbeitsberater dem nicht gewachsen sind. Denn sie sind selber keine Sozialarbeiter, selber nicht die richtige Ausbildung. Ne? Und sie sind eigentlich auch nur da. Und das muss einem immer bewusst sein, wenn man den Raum betritt mit diesem Arbeitsberater oder der Arbeitsberaterin. Dort treffen sich zwei Arbeitslose. Mhm. Ja? Er verwaltet oder sie verwaltet mich nur. Mit dem Bewusstsein rein ist schon die halbe Miete. Sehr schön, wenn du dich auch selber besser auskennst, dann kommst du vielleicht in die Situation, dass dann mal dein Berater oder deine Beraterin sagt, oh, jetzt kommt der Fieltsch wieder. Ich glaube, heute bin ich krank. Genauso ist es. Das hat mir der Berater einmal direkt schon rübergebracht, ja, und sagte eben halt, die anderen stöhnen immer, wenn der Fieltsch kommt. Und ich fand das Gespräch mit ihnen sehr anregend sozusagen. Ja. Und ich mache, und das ist wichtig, wenn man ins Jobcenter geht, eben halt, man hat ja selber irgendwo Träume und Hoffnung und weiß ich was alles. Und das muss man denen dort klar machen, wo ich will, hin will, in welche Richtung. Und das Interessante ist, wenn ich gesagt habe gestern, ich will in die linke Richtung, ja, ich sage jetzt aber nicht von der Ideologie hier, sondern einfach von der nach links eben halt, und ich gehe morgen hin und sage, ich will lieber nach rechts, dann hat das der Jobcenter-Mitarbeiter zu akzeptieren und mich zu fördern, denn ich habe meine Gründe und weiß, warum ich das will. Ich finde, da machst du auch eine Arbeit, die gut bezahlt sein sollte, weil du eigentlich Menschen aufklärst und sie gleichzeitig auch noch unterhältst, wenn sie der Unterhaltung gewachsen sind. Genau, finde ich gut. Genau so ist es. Also das heißt, dein höchstes Ziel wäre, dass diese Jobcenter-Mitarbeiterinnen und Arbeiter eines Tages zu dir kommen und sich von dir beraten lassen, wie es mit ihnen weitergehen soll. Dass ich direkt als Berater ins Jobcenter eingeladen werde. Genauso ist es. Darf ich mal ganz kurz etwas loben? Also ich muss mal echt sagen, diesen Optimismus, den Michael an den Tag legt, ich finde den faszinierend. Also dieses ewige Lachen und Lächeln ist der Hammer. Also Gratulation für deine Einstellung auch. Und wenn man das wirklich den Leuten auch die Tatsache ja mit Verzweiflung und mit fast hoffnungslos in dieses Jobcenter oftmals reinlaufen oder davon sich abhängig fühlen, dass man denen genau dieses Gefühl wegnimmt, diese Abhängigkeit. Ja. Das Schlimme ist eben halt, ich treffe auf ganz viele Menschen, die eben halt diese Grundeinstellung, diese negative Grundeinstellung, die kriegen wir ja anerzogen. Ja, du selbst bist ja schlecht, du bist, weiß ich was alles und, geh arbeiten sozusagen, dann bist du was und ich lebe einfach das, was ich will. Notgezwungen aber eigentlich, es ist gar nicht das, was ich will, ja, aber durch die intensive Beschäftigung, und da kann ich jedem nur sagen, auf den Weg machen, ja, neulich hatte ich hier bei unserer BGE-Therapiegruppe auch eine junge Dame zu sitzen, eben dachte, ach, ich weiß nicht, ich würde so gerne andere mit begleiten, aber ich kann ja nichts dazu sagen, so ich sage, nein, die Begleitung sagt doch nichts, die Begleitung begleitet nur, ja, denn die Probleme lösen muss derjenige selber, aber ich stärke demjenigen den Rücken, wenn ich mit drinnen sitze im Raum, ja, wenn ich vielleicht dann mein Smartphone noch raushole und eigentlich meine E-Mails bearbeite, der Sachbearbeiter denkt aber, ich schreibe mit ihm halt, ne, ich verunsichere ihnen, es ist sofort eine andere Atmosphäre und auf einmal sagt, ist ja irre, das habe ich das noch gar nicht gesehen, Mensch, dann kann ich ja begleiten, ja, und sofort war ein Leuchten in den Augen drin, eine positive Wendung
Wende sozusagen, ja, und wenn man begleitet oder andere soziale Aktivitäten macht, man lernt die Dynamiken, die Gruppendynamiken, man lernt die verschiedenen Egos, es gibt viele Kämpfe, weil jeder immer davon ausgeht, das, was ich mache, ist das einzig Wahre, das einzig Richte und so weiter. Und ich zum Beispiel weiß eben halt, das, was ich mache, diese Wahrheit gilt nur für mich eben halt. Ja? Und andere versuche ich hochzuheben durch Radiosendungen, durch Veröffentlichungen, durch Aktionen und so weiter. Und das kann ich bloß sagen eben halt. Und das haben die Ossis damals genauso gemacht. Sie haben sich einfach auf den Weg gemacht. Mhm. Wir wussten alle nicht, was dann rauskommt. Klar waren Wünsche da einer Umstrukturierung der DDR und so weiter, ne? Oder diesen Pseudosozialismus sozusagen ein Richtchen draus zu machen. Oder weißt du, da waren Ideale ganz viele eben halt. Und das ist dann ganz schnell wieder ausgenutzt worden, eben halt logisch, durch viele Verblendung oder durch den, wie ich immer nenne, Vorwende Puderzuckerkapitalismus, der nur auch zu Ende ist, wo viele Wessis jetzt aufwachen, eben halt, dass sie genauso verarscht wurden wie die Ossis. Und jetzt können wir doch gemeinsam, gesamtdeutsch, eine Wende auf den Weg. Und wenn wir da die Sanktionen rauskriegen schon, das wäre schon irre. Schön. Gratulation für dieses Tun. Also Hammer. Wollen wir eine Musik? Mach doch mal eine Musik. Ich winke ja schon die ganze Zeit lang. Alles klar, dann suche ich erstmal schnell was raus, weil es ist immer schwierig, wenn man selber eben halt Gast ist und gleichzeitig die Technik. Wenn man selber so in Fahrt ist. Genau. Und eigentlich, ja, könnte ich stundenlang darüber quatschen, aber gut, okay. Wir machen erstmal Musik. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Das Ganze live hier aus der Danziger 50, aus der Abbaubar, aus der sozialen Kellerbar hier in der Danziger 50. Juliane, und wir machen weiter mit dem Micha, oder? Genau, und da würde mich natürlich interessieren und hoffentlich auch die Zuhörerinnen und Hörer, was ist denn jetzt geplant an Aktionen konkret in den nächsten Monaten? Ja, da muss ich erst eine Überleitung noch kurz machen. Also Schindlers Liste selbst ist ja ein virtuelles Projekt eben halt. Und wer Lust hat eben halt, Adresse steht alles drauf, die Bedingung, kann gerne Kopien von Sanktionsbelegen dann rüberschicken, die wir veröffentlichen. Du hattest es ganz kurz angesprochen gehabt, Juliane, eben halt, wir können die Namen der Mitarbeiter nicht benennen, weil sie haben ein Persönlichkeitsrecht, können aber trotzdem Druck ausüben, indem wir die Jobcenter benennen. Und wir nehmen natürlich alle persönlichen Daten raus und man kann selber entscheiden, ob der eigene Name drin stehen soll oder auch, ob das anonymisiert werden soll. Habe ich das richtig verstanden? Man kann dir einen Sanktionsbescheid schicken, in dem alles geschwärzt ist, auch der eigene Name, oder schwärzt du den? Du willst zumindest erstmal sehen, genau, ich möchte, ist das eine reelle, gerne, Person, genau, eine reale Person? Genau, ich möchte den kompletten Sanktionsbeleg haben, damit ich sicher sein kann, dass das nicht irgendwie ein Fake oder irgendwas ist. Eben halt, es ist dann auch drunter, mir bitte mit dazu schicken, kann man ausdrucken, PDF mit einer Eidesstatt hier Versicherung, dass das ganze Ding wirklich auch eben halt der Realität entspricht. Und dann erst schwärze ich eben halt die Dinge raus, grundsätzlich Jobcenter-Mitarbeiter, alles kommt raus, persönliche Adresse kommt alles raus und wenn man möchte, eben halt auch der eigene Name wird auch geschwärzt. Okay, Leute, habt ihr gehört? Dann sag nochmal bitte, wo man es hinschicken kann. Infos stehen alle auf schindlersliste.de. Prima. Ne, da kann man, und wie gesagt, ganz wichtig, ohne L, Schindlersliste. Und da könnte man, wenn man positiv denkt, das auch ableiten vom Schinder-Hannes das zum Beispiel. Das wollen wir ja auch tun. Genau. So, und jetzt kommen wir aber zu den Aktionen im März und April. Was liegt da an? Genau, und es wird, wie gesagt, hier jetzt diese Liste erarbeitet der Opfer der Agenda 2010, wo wir die Opfer. Und da würde ich jetzt mal einen Fall vortragen und gleichzeitig darauf aufmerksam machen, die Demo geht weiter in Gedenken an Rosemarie F. und die Opfer der Agenda 2010. Das Ganze am 11. April 2014 ab 11 Uhr vom U-Bahnhof Schönleinstraße in Berlin-Kreuzberg. Die Demoroute führt über den Oranienplatz und die Rudi-Dutschke-Straße vorbei an der Agenda 2010-Zentrale, auch Willy-Brandt-Haus genannt, zum Haupteingang des Jerusalem-Friedhof Mehringdamm 21. Abmarsch ist so gegen 12 Uhr. Und wie gesagt, das sind zwei Themen zur Erinnerung an Rosemarie F. Rosemarie F. verstarb 2 Tage nach einer Zwangsräumung. Die 67-Jährige hatte bereits in der DDR eine Zwangsräumung erlebt. Nach gescheiterter Republikflucht und Kritik am Regime war sie Opfer einer Zwangspsychiatrisierung geworden.
Von der hierbei erlittenen körperlichen Gewalt trug sie eine bleibende Gehbehinderung davon. Rosamarie hatte ein schwieriges Verhältnis zu Behörden. Ihre Wohnungsmiete wurde vom Amt für Grundsicherung übernommen, traf aber aufgrund von Klinikaufenthalten und Eigentümerwechsel der Wohnung verspätet ein, sodass Zahlungsrückstände entstanden. Obwohl diese Angelegenheit bereinigt werden konnte, kündigte ihr der neue Vermieter die Wohnung. Am 9. April 2013 wurde Rosamarie gegen den Widerstand von hunderten Menschen mit einem Großaufgebot der Polizei zwangsgeräumt. Ein ärztlicher Test hatte ihr zuvor bescheinigt, eine Zwangsräumung nicht mehr gewachsen zu sein. Rosamarie F. ist 2 Tage später am 11. April in den Räumen der Kältenothilfe dann daran zugrunde gegangen und verstorben. Zur Erinnerung an die Opfer der Agenda 2010. Immer mehr Menschen werden bis zur vollkommenen Mittellosigkeit sanktioniert, weil sie sich weigern, Jobs im Niedriglohnsektor anzunehmen, die mit ihren Steuergeldern aufgestockt werden, derweil die so operierenden Unternehmen satte Gewinne einstreichen. Familien, auch solche mit Kindern, verlieren dadurch ihren Versicherungsschutz, ihre Wohnung. Hartz-IV-Empfänger, die sich zu Recht gegen ihre Wirtschaftsverklagung zur Wehr setzen, werden entmündigt, stigmatisiert und kriminalisiert, inklusive ihrer sofortigen Verurteilung und Bestrafung ohne ein faires Verfahren. Die Liste der Opfer der Agenda 2010 wird immer länger, was es konsequent zu stoppen gilt. Wie gesagt, die Demo geht weiter. Mehr Infos dazu unter diedemogehtweiter.wordpress.com. Und sag doch einfach nochmal praktischerweise an, wo trifft sich die Demo, an welchem Tag, dass die Leute, die jetzt nicht noch Lust haben, vorher ins Internet zu kommen, sich das gleich aufschreiben können. Ja, wie gesagt, nochmal 11. April ab 11 Uhr. 11. April, wie gesagt, war der Todestag eben halt, deshalb haben wir es auf diesen Freitag eben halt gelegt. Und das Ganze am U-Bahnhof Schönleinstraße hat den Hintergrund, dass damals die Demo, die aufgrund der Zwangsräumung gemacht wurde, eben halt an der Stelle gestoppt wurde von der Polizei und gewaltsam aufgelöst wurde. Deshalb auch dieser Schlag oder dieser Spruch eben halt, die Demo geht weiter. Ne? Und das ist jetzt zum Beispiel eine Aktion, weil du jetzt fragtest auch nochmal zur Schindlers Liste oder zu dem Ganzen. Hier kann es jetzt der Radiohörer nicht sehen. Ich habe auch ein Kreuz mitgebracht. Wir haben nämlich inzwischen Kreuze angefertigt. Sie sehen ähnlich den Kreuzen aus wie für die Maueropfer. Das hat den Hintergrund, wir haben inzwischen so 25, 26 Kreuze fertig und stellen für jedes Opfer Kreuze auf. Und das machen wir in dem Fall vor der Bundeszentrale, der SPD-Bundeszentrale am 11. eben halt. Und die Demo wird dort kurz anhalten und wir werden da kurz den Opfer also, dann auch gedenken. Also Willy Brandthaus, wie nanntest du es so schön? Agenda oder Hartz-IV-Zentrale? Agenda 2010-Zentrale, genau. Genau davor stehen wir dann mit den Kreuzen oder Mitstreiter eben halt. Und die erste Kreuzaktion, die ist jetzt schon am 17. März im Rahmen der Anhörung zur Petition von Inge Hahnemann zur Abschaffung der Sanktionen, aber wir stehen ein bisschen abseits, weil da haben wir auch wieder Kritiken bekommen, eben halt, dass wir da sonst zu vereinnahmen sind. Deshalb stehen wir neben dem Paul-Löbe-Haus, rechts daneben, also wenn man in Richtung Reichstag guckt. Sagst du den Leuten kurz, wie sie da hinkommen, wo das genau ist? Na, U-Bahnhof, diese tolle U-Bahn-Strecke, diese Am Stummel direkt. Was heißt? Am Stummel direkt. Ja, so heißt doch diese U-Bahn-Strecke, diese U55. Aber nur intern, sag mal den Leuten genau, wo sie aussteigen müssen. Das ist U-Bahn-Linie 55 und zwar auf der Station zwischen Hauptbahnhof und Oranien und Brandenburger Tor. Also auf der mittelste von den 3 Stationen unserer Kanzlerbahn. Ja, genau, die Kanzlerbahn ist das ja so. Genau. Ja, und dann ist die Montagsdemo schon auf mich drauf zugekommen oder eine von den Montagsdemos eben halt, sie finden das Konzept ganz gut und wir machen demnächst dann auch eine Aktion auf dem Alex und vielleicht jeden Montagabend irgendwo stellen wir die Kreuze auf und das Ganze ist eigentlich von einer Aktivistin, die ersten Fälle aufgelistet hat. Das macht jetzt ein anderer noch bei Facebook weiter, wo wir die Daten dann uns auch runternehmen mit freundlicher Genehmigung und sie sollen schon über 100 Fälle zusammengetragen haben. Und wo kann man sich das im Internet anschauen? Da gibt es ja einen Blog, sagst du da mal bitte die Adresse? Dann, genau, da gibt es einen neuen Blog, die Adresse, warte mal, die habe ich auf dem Kreuz vorne drauf. Klaus geht jetzt mal mit der Kamera, das können die Radiohörer nicht hören, aber wir haben es nachher im Film. Unter www.die-opfer-der-agenda-2010.de, also die Opfer der Agenda 2010.de, immer mit einem Bindestrich dazwischen. Kann man auch in eine Suchmaschine eingeben, kommt man auch drauf. Genau, und der Blog ist aber gerade erst am Entstehen, eben halt die Texte müssen eingepflegt werden und. Nur wir wollten jetzt die erste Aktion schon am 17. März neben dem Paul-Löbe-Haus ab 10 Uhr. Ungefähr geht's los. Gut,
Gut, wir sagen das zum Schluss bei unseren Terminen noch mal kurz an, weil so viel Info kann sich jetzt wahrscheinlich kein Mensch merken, außer man hat mitgeschrieben. Also Leute, wenn ihr es jetzt nicht alles so mitgekriegt habt, wir kommen in der zweiten Stunde noch mal bei den Terminen drauf zu sprechen. Genau, genau. Und ansonsten, ja, ich könnte noch ganz viel über das Sanktionsarchiv und weiß ich was alles, aber ich denke mal, wir überlassen auch den anderen Gästen noch etwas Zeit. Genau. Und machen erstmal die Satire vom Rolf. Ja, die habe ich dann nach der nächsten Musik für euch da. Dann machen wir die Musik und dann, wie gesagt, erstmal die Satire. 1, 2, 3, 4! Ich sah öfter hin zu ihr, plötzlich stand sie neben mir. Ja, wie angedroht, die Satire. Und dazu mal ein paar Fakten zur Ukraine zuerst. Nikita Koschtschow, dessen Familie und Eltern ab 1904 in der Ukraine siedelten, schenkte der sozialistischen Sowjetrepublik Ukraine 1954, so Infos vom ZDF am Freitag, die Halbinsel Krim in einem völkerrechtlich bedenklichen Akt. Ja, ja, ich weiß, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen, aber das ist nun mal so als Info von mir. Auch sollte sich die NATO, so wurde es damals im Deutschen Einigungsvertrag, leider nicht schriftlich, sondern nur mündlich vereinbart, sich nicht weiter östlich als bis zur Oder ausdehnen. So habe ich das auch noch in Erinnerung. Mittlerweile ist Russland von der NATO umzingelt. Nun könnte man Russland natürlich auch noch in die NATO aufnehmen, wenn man das will. Wenn man das will. Das als Fakten dazu. Und hey EU, erstmal zündeln und sich dann wundern, wenn die Bombe in der Ukraine hochgeht, ist doch auch was. Ein Satz noch zu Putin. Also Herr Putin, ganz mal ehrlich unter uns Männern, ein richtiger Mann, ein wirklich richtiger Mann braucht keine rohe Gewalt einzusetzen, um seine Ziele zu erreichen. Ein richtiger Mann nicht, Herr Putin. Das zur Weltpolitik. Jetzt aber zurück zum Prenzlauer Berg. Hier am Prenzlauer Berg ist ja auch ständig was los. Man kommt sich hier am Prenzlauer Berg derzeit vor wie im deutschen Wald. Ja, es wird abgeholzt, als gäbe es kein Morgen. Frei nach dem Motto, mir sann die lustigen Holzhackerburm. Rund um die Supermärkte in der Schiefelbeiner und in der Pasteurstraße, zwischen den alten Neubauten in der Straßburger Belforter Straße, in der Metzlerstraße, auf dem ehemaligen Krankenhausgelände Danziger Straße, Prenzlauer Allee, Karlschlag auch am Thälmannpark. Und dann wundert man sich, dass es in der Innenstadt im Sommer immer so heiß wird? Klar, wenn man alle Bäume fällt und alle Freiflächen versiegelt. Kettensägengeflüster nennt man sowas auch, wenn man davon morgens geweckt wird. Das wäre allerdings auch eine gute Gelegenheit, um die Wohngebiete hier am Prenzlauer Berg wieder abzuwerten. Frei nach Ben Wagens Motto, pflanzt einen Baum, heißt es nun, fällt einen Baum, und wenn es ein Bonsai ist. Mal ganz ehrlich, Bäume sind ja auch sowas von doof. In der Stadt atmen sie den Menschen den ganzen Sauerstoff weg, auf Brandenburgs Landstraßen ist jeder Baum ein Unfallschwerpunkt und das Rauschen der Blätter verursacht solchen Lärm, dass ich nachts generell meine Fenster schließe, gerade im Winter. Und außerdem könnten wir doch im Prenzlauer Berg prima Minijobs schaffen, wenn wir auf dem Kollwitzplatz ein ganzes Sägewerk errichten, damit sie auch bei der kommenden Baumknappheit auf das Geräusch von Motorsägen nicht zu verzichten brauchen. Und wem das dann noch zu ruhig ist und die Luft zu sauber ist, der braucht im Frühjahr nur noch in das Wohngebiet oben an der Ostseestraße zu ziehen, wo alle 2 Wochen die knatternden Laubbläser über die Höfe ziehen. Arbeiten gegangen und kam nach Hause und nahm meine Tochter in den Arm und mein Freund gab mir die Klinke in die Hand und ist so schnell wie er konnte zum Bus gerannt und hat die Nacht durchgesungen, um die Miete heimzubringen. Aber krankenversichert waren wir trotzdem nicht und haben deshalb Hartz IV gekriegt. Und alle schimpfen auf so Leute wie mich. Und ich frag mich, warum ich schuld daran bin, dass Menschen arbeiten gehen und nicht genug abends umleben, dass Menschen Kinder großziehen, mit denen sie nie in den Urlaub fliegen. Und wenn ich von uns erzähl und von allen, die ich kenne, sagt man schnell,
die meinen nicht mich, die meinen die Penner, die nur nehmen, 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 nehmen und niemals etwas geben, aber solche Leute kenne ich nicht. Das sind alles so Leute wie ich. Und ich hab Angst gehabt, alles zu verlieren und Angst gehabt, nur noch fremde Schritte zu gehen. Und jeder dieser Schritte macht einen nur müde, am Ende sind fremde Schritte. Ja, und um es rüberzuleiten, wenn wir die Sanktionen im Hartz-IV-System nicht mehr hätten, dann hätten wir im Prinzip schon ein Mini-Grundeinkommen oder wie ich immer so schön sage, wir haben dann ein Wochengrundeinkommen, was wir dummerweise derzeit noch über einen Monat strecken müssen. Stichwort geliefert, BGE. Wir haben ja hier, es ist ja eine BGE-Sendung und zum Thema BGE haben wir heute die Katrin Heinau. Katrin Heinau ist Autorin, hat auch schon in einem Roman das Thema Hartz IV mitverarbeitet und jetzt hat sie ein Theaterstück geschrieben zum Thema BGE, das heißt Gras und da möchte ich gern wissen, wo läuft's, wer spielt mit und ja, wie habt ihr es aufgezogen? Erzähl mal. Ja, das Stück wird gespielt vom Kunga-Kiez-Theater. Es hat heute in zwei Wochen Premiere in Altreptow. Wir können nachher vielleicht nochmal sagen, wo genau. Genau, bei den Terminen. Hm? Gras, ein politisches Musical. Es ist eine Uraufführung. Text ist von mir, Musik ist von Michael R. Schmitz. Und ja, man kann sagen, das Ensemble hat daran mitgearbeitet. Das ist also, wie wir es schon öfter im Kunga-Kiez-Theater gehalten haben, das Ensemble kommt auch ein bisschen in die Autorenposition, steuert Texte und Improvisationen bei, je nach Möglichkeiten und Kräften. Also du hast nicht diktatorisch geschrieben und so soll es dann aufgeführt werden, es durften alle mitreden. Ja, es war so, nach der letzten gemeinsamen Produktion mit Michael R. Schmitz, wir haben ein Stück von mir aufgeführt, am Kunga-Kiez-Theater haben wir beschlossen, wir wollen weiter zusammenarbeiten und er fragte mich ja, was könnte das denn sein? Und dann habe ich mal geguckt, ob ich selber noch ein Stück habe. Und das war ein Stück, das schon in der Schublade lag, hieß auch damals schon Gras, war aber noch kein Musical, also beziehungsweise kein Textbuch für ein Musical wurde es dann aber, weil Michael ja ein toller Bühnenkomponist ist, wie wir festgestellt haben, was er vorher, ein paar Jahre vorher vielleicht auch noch nicht so genau wusste, es hat sich in der Arbeit am Kunga-Kiez-Theater herausgestellt. Und er meinte, ja, lass uns doch ein Musical daraus machen, weil es sein persönlicher Traum war, mal eins zu schreiben. Früher wollte er eigentlich auch mal Musical-Darsteller werden, was dann aber nicht der Fall war. Er ist Lehrer geworden. Naja, nun schreibt er jetzt Musicals über den Verein, der Trägerverein ist, des Kunga-Kiez-Theaters, die Kunga-Kiez-Initiative. Ja, hat er und auch habe ich auch die Möglichkeit, Dinge zu verwirklichen, die wir vielleicht an den großen Häusern so nicht untergebracht hätten. Also da gibt es so das, was man Semi-Profis nennen könnte. Da gibt es keine Zensur, entschuldige, dass ich unterbreche. Ihr dürft sozusagen schreiben und aufführen, was ihr möchtet, ohne dass das erstmal abgesegnet werden muss. Ja, wer sollte das absegnen? Die Kunga-Kiez-Initiative. Das sind wir selbst. Gut, das natürlich. Das ist nicht immer, nur, aber auch. Da sind das immer, ist immer die beste Möglichkeit, um sich Freiraum zu verschaffen. Sagen wir so, das ist ein Verein, der Initiativen Raum geben wollte und wir sind halt eine davon. Das Theater ist ein Hauptprojekt, ein großes Projekt, sagen wir mal, der Kunga-Kiez-Initiative geworden und hat so einen eigenständigen Status. Ihr müsst euch also von niemandem rechtfertigen? Wir müssen uns vor dem Verein ein wenig rechtfertigen, aber hauptsächlich betrifft das die Finanzen und die sind so gering, dass wir da nicht viel zu rechtfertigen haben. Okay, gut. Das kann man sagen, einerseits gut, andererseits schlecht. Genau. Aber was uns jetzt natürlich interessiert, worum geht's genau in dem Stück? Das Stück handelt vom Tag im Leben eines unabhängigen Direktkandidaten für den Bundestag, der zum Thema Grundeinkommen aktiv ist und damit antritt. Das Stück ist jetzt zugespitzt auf diesen Tag in der Bearbeitung für Musical, die Michael vorgenommen hat. Das war bei mir ursprünglich nicht so, da war das eine etwas offenere Performance, aber er wollte es musikdramatisch zuspitzen und so kommt auch der Held dann tatsächlich im Laufe dieses Tages gewaltig vor die Hunde, stirbt und auch das großes noch. Drama, ganz genau. Wir inszenieren es allerdings etwas
ja, wir nehmen das etwas lockerer. Zum Schluss kommt der Antagonist, hilft ihm auf die Beine und alle zusammen singen ein Lied, das ja zum Thema Solidarität. Also das heißt, wir unterbrechen dann auch das Illusionistische dieser Art Theater wiederum. Aber trotzdem, also eine Zuspitzung, ein Wahlkampftag und dieser unabhängige Direktkandidat engagiert sich noch für so viele andere Dinge, dass er zum verabredeten Wahlkampf nicht kommt. Er wird dann von seinem Team fallen gelassen, weil er ganz einfach vor der Kamera fehlt. Er steht gerade zu dem Zeitpunkt vorm Abschiebeknast und hält da eine Mahnwache und kommt dann auch noch an mit einem Schild, der natürlich auch gegen Hartz-IV-Sanktionen, also hier die Brücke zum Thema. Damit erscheint er dann wieder auf der Bildfläche, als eigentlich der Haupttermin schon hätte gelaufen sein müssen. Inzwischen hat sein Team, das ihn praktisch verrät, also auch dieses Thema muss natürlich vorkommen, Verrat in der Politik, also so ein bisschen so eine Art kleines Königsdrama eigentlich, sich einen anderen Passanten vom Platze geschnappt, der ganz smart ist und da mit seinem Verkaufsstand steht und aussieht wie jemand, der alles verkaufen kann. Und da sagen die sich, der kann auch BGE und der kann auch BGE. Und der nimmt ihm dann sozusagen dieses Thema weg. Das ist so ein bisschen der Clou des Stückes. Also das heißt, der hat die nötigen Infos, dann kriegt er von dem Team, das sagt, ja, wir müssen einfach diesen Fernsehtermin jetzt machen, wir können den Wahlkreis gewinnen und so weiter. Was machen wir? Wir nehmen den da. So. Und der wird kurz gebrieft, vor die Kamera gesetzt und der übernimmt das Thema dann. Dann taucht aber der Protagonist wieder auf und es stellt sich sozusagen für alle als eine sehr peinliche Situation heraus, dass nun jetzt ein Verrat vonstatten gegangen ist. Und die beiden stehen sich so Auge in Auge gegenüber. Protagonist, Antagonist, ganz klassisch. Der Protagonist ist aber dermaßen verprügelt worden und kommt also vor dem Abschiebeknast verprügelt worden und ist nicht mehr in der Lage, den Kampf sozusagen auf männliche Weise auszukämpfen und zu fechten. Stirbt auf offener Szene und ja, alle sind betreten, so lange bis das Spiel aufgehoben wird und man dann seine Lehre daraus ziehen kann oder auch nicht. Also das heißt, es geht nicht nur ums BGE. Das BGE wird die ganze Zeit mit verhandelt. Es ist ein etwas trashiges Agitprop-Musical, kann man sagen, was durchaus so den Wunsch nach Unterhaltung, also auch durch die Musik natürlich vor allen Dingen bedient, auch anfeuert eigentlich dazu, sich zu engagieren, würde ich sagen. Das muss wahrscheinlich nicht unbedingt BGE sein. Also in dem Ensemble, dazu ist vielleicht noch einiges zu sagen, sind durchaus nicht nur BGE-Befürworter, so viel ich weiß. Ich weiß es gar nicht von allen, aber ich sage mir, wenn man sich monatelang für so ein Stück ja, hergibt, ja, dann kann man zumindest der Sache nicht ganz abgeneigt sein. Es geht eigentlich in dem Stück um mehr als um den Einsatz für BGE. Es geht um das Politikmachen eigentlich relativ allgemein. Das habe ich schon so verstanden. Das sind ja so die schönen Intrigen drin, die wir in der Politik haben, ne? Und die Königsmorde, also ja. Alles drin, ne? Und auch eben das Kämpfen auf scheinbar verlorenen Posten und was macht das mit den Leuten? Also auch diese BGE-Befürworter, dieses Wahlkampfteam des unabhängigen Kandidaten ist sich durchaus nicht eins, so wie wir das ja vielleicht aus der BGE-Szene auch ein bisschen kennen, ne? Ja, jeder hat ein anderes Finanzierungsmodell in der Tasche und so weiter. Vor allem auch meint jeder seins ist das Richtige, ne? Genau, also auch sowas kommt vor. Jetzt erzähl doch noch mal bitte, wo kann man da Karten bekommen? Das war eben jetzt, wir sagen es zum Schluss noch mal, aber jetzt vielleicht auch noch mal gerade, wo wir dabei sind. Ihr habt eine Website, das ist Kungerkiez Theater. Wie kommt man da drauf? Das ist theater.kungerkiez.de, ja. Und da kann man online Karten reservieren, findet auch noch mal die Infos, die ich jetzt durchgegeben habe, in knapper Form unter aktuelle Produktion. Die Premiere ist in 2 Wochen. Wir spielen dann noch das darauffolgende Wochenende, also das letzte Wochenende im März und das erste Wochenende im April, immer Freitag bis Sonntag. Prima, kann man sich Karten reservieren. Wahrscheinlich auch noch Dienstag und Donnerstag in der folgenden Woche im April noch dazu. Super. Jetzt sehe ich gerade, wir sind schon wieder sozusagen mit unserem Redeblock zu Ende. Machen wir eine Musik und dann wollte ich nochmal auf die Produktionsbedingungen zu sprechen kommen von dem Stück. Wollen wir das so machen oder hast du noch eine Frage, Micha? Nee, eine Frage nicht, sondern höchstens die Frage, welches Stück soll ich spielen? Spiel, doch, drei Spiel doch mal Gras, das ist der Titelsong. Dann kann ich auch gleich noch was zum Titel sagen. Es wird vielleicht auch klarer, warum das Stück Gras heißt, ja, wenn man den Song hört. Gras. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Erinnert auch an Kies. Schotter ist aber Gras. Es wird über uns wachsen. Dann sehen wir uns die Wurzelrevolution von unten an. Du und ich, wir kennen uns 20 Jahre.
das Gras wächst, hat uns eine andere Katastrophe überholt. Eigentlich lebe ich so, als ob es das Grundeinkommen schon gäbe. Du wirst heute sehen und morgen Schotter ernten. Gras wächst auf dem Pflaster, auf dem Pflaster liegt noch der Sand. Denn die Feinheiligkeit der BGI Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen heute am 9. März 2014 live aus der Abbaubar, aus der Kellerbar am Zentrum Danziger 50. Juliane, und wir machen weiter mit unserem Gast. Genau, Katrin Heinau haben wir hier, Autorin, und Katrin stellt uns heute ihr neues Theater- oder Musicalstück Gras vor. Und du sagtest, du möchtest noch was zum Song, der gerade gelaufen ist, sagen, bitte. Ja, wir haben nur eine Demoaufnahme vom Titelsong von Gras gehört. Die Aufnahme, die wir dann hoffentlich irgendwann haben werden, eine Studioaufnahme, gibt es leider augenblicklich noch nicht, das möchte ich hinzufügen. Das klang also insofern noch nicht nach dem Chor, den wir haben, und nach der Band, die wir haben. Es ist also eine Demoaufnahme, nach der wir jetzt während der Einstudierung des Stücks gearbeitet haben. Aber man kriegt vielleicht schon einen Eindruck, ist vielleicht trotzdem ganz einladend. Wird das heute zum ersten Mal gespielt? Ist das eine Premiere, dass dieses Stück gespielt wurde? Oder? Dass dieses Stück jetzt öffentlich läuft, ja, das ist eine Premiere. Naja, ja, ich habe mich auch noch mit dem Komponisten abgesprochen, der sagte, das ist ja nur eine Demoaufnahme, das klingt ja nicht so schön. Ich hoffe, es ist aushaltbar. ja, ich möchte noch was zum Titel sagen. Du hast es ja jetzt über Kopfhörer gehört. Es wird ja auch in dem Text, der vor dem Song kommt, nochmal verhandelt. Das bedingungslose Grundeinkommen hat ja doch immer einen relativ unattraktive Bezeichnung. Bedingungsloses Grundeinkommen. Es wurde ja immer mal wieder diskutiert, ob das nicht irgendwie schicker heißen könnte. Ne? Also das klingt irgendwie nicht so toll. Und da war immer mal wieder so das eine oder andere witzige Angebot unterwegs. Wir kennen das ja auch von Geld. Es gibt ja für Geld ganz viele Wörter, ne? Kies, Schotter, Kohle und so weiter. Interessanterweise viele Wörter aus der Natur. Ne? Und meine Tochter hat mal gesagt, Mama, Geld, ja, das braucht man, das muss doch da sein, das müsste doch an den Bäumen wachsen. Und diese Gemengelage hat in meinem Kopf dazu geführt, dass ich, als ich das Stück schrieb, das Gras genannt habe und dass das von den Grundeinkommensbefürwortern im Stück von diesem Team mal diskutiert wird. Ja, eigentlich Gras wäre doch ein guter Name für bedingungsloses Grundeinkommen. Gibt es noch nicht. Wo ist denn da die, also verstehe ich jetzt. Habe ich mir ausgedacht, ja, weil Gras eben überall wächst. Und also, okay. Also man braucht es, es müsste da sein, so wie Gras da ist, so müsste das bedingungslose Grundeinkommen da sein, quasi naturgewachsen. Es hat natürlich darüber hinaus noch Konnotationen, also Wurzelrevolution, Graswurzelrevolution. So hatte ich nämlich jetzt auch, genau. Also das heißt, da gibt es so eine ganze Menge von Assoziationen. Und ich war mir immer nicht so ganz sicher, ob der Titel am Ende wirklich bleiben würde, aber wir haben alle immer daran festgehalten, und so heißt es jetzt Gras, ein politisches Musical, und viele werden denken, es geht um die Legalisierung von Marihuana. Sollen sie doch denken und sollen sie zu uns kommen und dann genau, gibt es was anderes. Macht auf jeden Fall neugierig, weil man natürlich wissen will, Gras ja was, was soll's. Habe ich auch gedacht, wie du mir das vorgestellt hast. Ist es ein Umweltthema? Ja. Aber du wolltest noch mal was zu den Produktionsbedingungen sagen. Es ist ja heutzutage in Berlin so, man kriegt kaum mehr Geld für Kunstproduktion. Wie ist das bei euch gewesen? Habt ihr Geld bekommen? Wenn ja, wie viel? Und wie ist das Stück entstanden? Erzähl doch mal. Ja, also wir haben hier tatsächlich ein Musical produziert für ganze 1.300 Euro. Sehr günstig. Das, ja, sehr günstig für den Bezirk. Also der Bezirk hat das finanziert. Ich muss aber sagen, wir bedanken uns trotzdem für das Geld, denn in dem Topf, der zur Verfügung stand, sind insgesamt nur 8.000 Euro, so viel ich weiß, für den ganzen Bezirk Treptow-Köpenick. Da haben wir schon relativ viel bekommen, würde ich sagen. Wollte gerade sagen, ja. Also wir haben natürlich auch andernorts nach Finanzierung gesucht. Wir haben aber eine Förderung, auf die wir gehofft hatten, nicht bekommen und waren dann trotzdem schon dabei, es zu produzieren. Wir hatten schon angefangen und
naja, wie es dann so ist, man hofft dann doch, dass es noch Geld gibt und es gibt dann keins oder nur ganz wenig. Auf Better Place kann man immer noch spenden dafür übrigens, ja, BetterPlace.org, da findet man uns. Da sind noch also wenige hundert Euro. Crowdfunding. Ja, genau, Crowdfunding haben wir auf die Art und Weise auch betrieben, aber auch nicht so in dem Umfang von Erfolg gekrönt, wie wir ja gehofft hatten. Also kurz und gut, wir arbeiten alle für lau. Und das betrifft uns alle, den Komponisten, das betrifft mich, das betrifft das Ensemble. Das, was im Team an minimalem Geld ausgegeben wurde, das bekommen Leute, die uns helfen, wie zum Beispiel welche, die die Bühne bauen, die eigentlich nicht unbedingt zum Kunga-Kiez-Theater gehören. Mhm. Und der Rest sind einfach Kosten, die man hat. Man muss ja mal ein Kabel kaufen und so weiter, ne? Also es geht wieder um die sogenannte, wir nennen das im Kunstbereich, Kunstkulturbereich Selbstausbeutung. ja, dazu muss ich sagen, das Kunga-Kiez-Theater ist eigentlich ein Amateurtheater, arbeitet aber mittlerweile auch mit ein paar Profis zusammen. Also ich rechne mich jetzt selber auch mal darunter, ganz einfach aus dem Grund, ich bin schon länger als Autorin, als Theaterautorin unterwegs, gebe auch Schauspielunterricht, bin auch ausgebildete Schauspielerin. Und insofern habe ich vielleicht ein bisschen Erfahrung, die ich da einbringen kann. Andererseits spielen da auch jetzt Leute schon länger oder mit mehr Erfahrung, die sich auch also mit gutem Gewissen Profis oder zumindest Semi-Profis nennen können. Also wo ist da die Grenze? Uns ist das eigentlich ein bisschen egal. Und das ist auch das Schöne an dieser mittlerweile ziemlich großen Gruppe von Menschen, die sich da immer abends nach der Arbeit oder nach dem Studium oder so zusammenfindet. Sind natürlich überwiegend Leute ohne Kinder, weil es ziemlich schwierig ist, kann ich selber sagen, sowas mit Kindern noch auf die Beine zu stellen, in der sogenannten Freizeit oder am Wochenende. So zieht sich dann auch so ein Produktionsprozess hin. Wir haben im Mai letzten Jahres angefangen und ich bin sehr froh, dass die Sache jetzt endlich auf die Bühne kommt, weil es wird ein Kaugummi und bindet bei mir zumindest sehr lange kreative Energie. Ich kann in der Zeit kaum so richtig an was anderes denken oder gar ein Buch schreiben oder so, kleinere Dinge schon, aber ich bin dann sehr lange im Kopf damit beschäftigt. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr habt jetzt 10 Monate geprobt und vorbereitet und... Ja, wir proben natürlich nur 1 bis 2 Mal die Woche abends. Dann kommt's hin, ja. Dann kommt's natürlich und hin mit der bei Zeit, einem ja. bei einem Stück, an dem 28 Personen beteiligt sind, also die Band plus das Theaterensemble, da kann man sich vorstellen, wie kompliziert das ist, neben ja. der Arbeit so einen Prozess zu organisieren. Das ist sehr viel komplizierter als ein 2-Personen- oder 6-Personen-Stück oder so. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich auf der Generalprobe alle zusammen das erste Mal. Okay. Komplett, ja. Also schwieriger Prozess, der natürlich auch was damit zu tun hat. Da können wir wieder zum BGE zurückleiten. Also ich sage manchmal, ja, mit Grundeinkommen wäre das nicht passiert und zitiere damit einen Satz aus dem Stück. Wenn mal wieder 5 Leute angerufen haben, 10 Minuten vor der Probe und gesagt haben, ich muss aber arbeiten, ich kann heute nicht auf die Probe kommen, meine Schicht und so weiter und ich bin hier noch eingeteilt worden oder da. Und das betrifft ganz viele. Das betrifft Leute, die sich in ein Praktikum reingehängt haben, dann natürlich ausgebeutet werden, zwar interessante Sachen machen, aber da plötzlich nicht wegkommen, eine wichtige Probe nicht mitmachen können, was nicht nur für sie selber von Nachteil ist, weil sie es ja auf der Bühne ausbaden müssen, wenn sie nicht genug geprobt haben, sondern auch für die anderen, die mitproben müssen, ganz schwierig ist und für uns im Team, für das Regie-Team, das dann versucht, irgendwie einen sinnvollen Probenplan zu konzipieren, also uns immer wieder erneut vor Herausforderungen gestellt hat, sagen wir mal so. Also mit BGE wäre das nicht passiert, da hätten wir diese Produktion in sehr viel kürzerer Zeit machen können mit entspannten Menschen, die da nicht angehetzt kommen und völlig übermüdet noch versuchen, etwas auf die Beine zu stellen, so, was jetzt, eigentlich Profis machen sollten. Jetzt komme ich und sage, wenn wir das BGE hätten, bräuchten wir kein Stück übers BGE. Ja, dann könnten wir das vielleicht als historischen Kampf für das BGE darstellen. Sozusagen. Katrin, sag nochmal zum Schluss bitte Theater, wo und Karten nochmal eben die Adresse im Netz. Ja, also das Stück heißt Gras, ein politisches Musical. Es wird produziert und aufgeführt vom Kunga-Kiez-Theater. Die Seite, über die man Karten reservieren kann, heißt theater.kungakiez.de und unter aktuelle Produktion kann man wunderbar ganz einfach online Karten reservieren. Die Premiere ist heute um 17 Uhr in 2 Wochen.
also am 23. März. Und dann spielen wir es noch an dem darauffolgenden Wochenende und dem ersten Wochenende im April. Und wo ist das? Das ist in Alt-Treptow. Wir spielen im JUKUZ, Jugendkunst- und Kulturzentrum Gérard Philippe, in der Karl-Kunger-Straße 2930 in Alt-Treptow, nördliches Treptow, 12435 Berlin. Super, ich freue mich. Ich habe mir auch schon einen Tag rausgeguckt und wir hören jetzt auch noch ein Stück aus dem Theater, ein Stück aus dem Musical, ist das richtig? Ja, es singt jetzt in der Musical-Version, die wir leider jetzt auch wieder nicht hören, nur eine Demoaufnahme, singt es der Antagonist, das ist der dem Protagonisten, also unserem eigentlichen Helden, fürs BGE in den Bundestag möchte. Also der Antagonist, der seine Rolle an sich zieht, singt jetzt hier ein Lied, mit dem er dem Team, dem Wahlkampfteam schmeicheln möchte. Er nennt sie die Ein-Punkt-Programm Männer und Frauen, die Kämpfer fürs BGE. Micha, los damit. Kurzer Hinweis auf das, was wir hier in zwei Wochen machen. Wir sind hier aber noch beim BGE-Pub. Seine Scheinheiligkeit predigt das bedingungslose Grundeinkommen live aus der Danziger 50. Juliane. Genau, und wir haben ja heute auch noch einen zweiten Gast, und zwar ist das Ludger T. Passe. Und er ist bei der Initiative Zeitgeist Movement. Da kannte ich nicht, kann ich mir nichts drunter vorstellen, möchte ich jetzt wissen. Was ist das? Was macht ihr? Ja, Zeitgeist Movement ist also eine weltweite Bewegung, die also in ungefähr, das schwankt immer so ein bisschen, weil das sind auch alles Leute, die neben ihrem eigentlichen Leben versuchen, im Themen in Gesellschaften zu etablieren, die sich außerhalb der üblichen Denkweisen bewegen. Und das ist, wie gesagt, eine weltweite Bewegung. Und hauptsächlich ist darin formuliert, innerhalb eines fast 370-seitigen, auf Englisch verfassten, noch nicht auf Deutsch verfassten oder übersetzten Pamphlets mehr oder weniger oder Leitgedankens, wie zum Beispiel man Tatsache die gesamte Gesellschaft auf dieser Erde über ressourcenbasiertes Wirtschaften sozusagen wieder mit der Natur verbinden könnte und da was für Bedingungen, mit was für Möglichkeiten sind da Ideen und Gedanken verfasst. Und das Zeitgeist Movement versucht halt diese Ideen und Gedanken halt an auch die ganzen Initiativen, die weltweit ja schon in Massen vorhanden sind. Es gibt ja unheimlich viele Menschen, die auf vielfältigste und kreativste Art und Weise sich ja schon einbringen und alternative Gedanken, Ideen, ob das hier jetzt unser Wendeberater ist oder ob das meine Vorsprecherin war. Da gibt es, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Leila, Berlin, All Sharing, Lebensmittelretter, Food Sharing und das ist ja weltweit der Fall. Und diesen Leuten auch im Endeffekt noch vielleicht teilweise aus zu engen und zu detaillierten vielleicht Gedanken noch mehr Perspektive zu geben, das ist zum Beispiel ein Teil unserer Arbeit. Und da haben wir zum Beispiel auch jetzt am 15. März, also einen Vorstellungstag, wo der Zeitgeist Movement sich in Berlin auch mal vorstellt. Der wird parallel auch in verschiedenen deutschen Städten gemacht. Da ist dabei, soweit ich weiß, Frankfurt, Hamburg und auf jeden Fall Gießen und auf jeden Fall Berlin. Ich glaube, ich habe jetzt eine Stadt vergessen. In Berlin ist es auf jeden Fall am 15. März, das ist ein Samstag, ab 14.30 Uhr ist Einlass. Und das ist im gotischen Saal in Tempelhof mit Festelstraße 40. Und die Informationen darüber gibt es zum Beispiel unter www.zeitgeistmovement-berlin.de. Da gibt es auch einen Link, wo man denn die Karten reservieren kann. Kleiner Tipp vielleicht für die Katrin, und zwar heißt die Seite, die man da aufrufen kann, eventbrite.de, und die bieten eine Möglichkeit an, Tickets zum Beispiel wunderbar zu verwalten. So, wenn man also außergewöhnliche Events hat, kann man da im Endeffekt sozusagen einen Account anlegen und kann über diesen Internetportal zum Beispiel Ticketverkauf organisieren. Jetzt habe ich es mal so munkeln gehört, ich weiß gar nicht wo, Zeitgeist Movement, das sind rechte Esoteriker. Können wir das mal kurz aufklären? Ja, es ist schon so, dass einige dieser Gedanken, die da verfasst sind und die auch über die Filme von Peter Joseph, das ist zum Beispiel der Gründer in Anführungsstrichen,
vom Zeitgeist-Movement. Das Movement selber hat keine Hierarchiestrukturen. Es gibt also, alle Leute arbeiten selbstinitiativ sozusagen und bringen das ein, was sie einbringen möchten, versuchen dann natürlich über ihre Fähigkeiten, die sie haben, die natürlich explizit in die Gruppe zu integrieren, sodass dann diese verschiedenen Fähigkeiten zusammen dann sozusagen so eine Event zum Beispiel zu gestalten. Weil in diesem Jahr war zum Beispiel noch Peter Joseph da in Berlin auch, nicht in diesem Jahr, im letzten Jahr. Und da hatten wir zum Beispiel auch ein Event im Essentis Hotel in Berlin, wo wir dann zum Beispiel auch eine Live-Übertragung ins Internet gemacht haben. Und solche Sachen organisieren wir halt wirklich mit Fachleuten aus ganz Deutschland. Da kommen dann die Leute zusammen. Das wird auch alles fast per Online nur organisiert über verschiedene Portale wie Teamspeak und solche Geschichten. Oder Trello ist zum Beispiel ein Organisationsboard, wo man wunderbar zum Beispiel auch getrennte Strukturen wunderbar organisieren kann. Und so engagieren wir und bauen wir in unsere verschiedenen Events auf. Ne? Und diese Geschichte mit diesen Vorwürfen ist Tatsache so, das ist eine sehr alte Geschichte. Und innerhalb dieser Filme von diesem Peter Joseph, Moving Forward zum Beispiel, ist der letzte und der bekannteste auch, da kommen sehr konkrete Themen und werden sehr elementare Themen, wie zum Beispiel auch der Glaube an Kirche und Religion zum Beispiel, teilweise bearbeitet. Und es gibt natürlich auch da Leute, die sich sehr schnell angegriffen fühlen. Die Vorwürfe sind da, die sind auch schon so lange da, wie wir da sind. Aber ich bin jetzt seit über anderthalb Jahren in dieser Bewegung mit dabei und ich habe nicht mal annähernd irgendwelche Formen solcher Gedankengutes gehabt. Im Gegenteil. Wir sind sehr offen. Wir versuchen, alles einzubinden, was gerade auch an kreativen Ideen und Möglichkeiten da ist, um wirklich Alternativen in die Gesellschaften, in die vielen verschiedenen Themen der Gesellschaften einzubinden und im Endeffekt da auch Umbrüche oder einfach mal überhaupt Verantwortung, den Leuten Selbstverantwortung an die Hand zu geben, Eigeninitiative zu fördern und solche Geschichten. Das sind also unsere Themen. Also das ist sozusagen etwas, was durchs Netz geistert, was jetzt eigentlich nicht gut, okay. Das wird man ja auch eigentlich nicht so los, ist auch meiner Meinung nach gar nicht schlimm. Ich finde, wenn man im Endeffekt angegriffen wird, hat man auf jeden Fall schon mal einen wunden Punkt erwischt. Und ich finde, wenn sich Leute wehren gegen einen, dann ist das schon mal auch, man hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit schon mal gewonnen. Und ich finde das ganz spannend, weil auch über diese Themen natürlich viele Leute dann nachgefragt haben und wir so natürlich auch im Endeffekt so in viel Kommunikation mit verschiedenen Leuten reingetragen sind. Ach so, das kriegt ihr öfter diese Anfrage. Auch positiv, genau. Gut, richtig. Okay. Wir haben jetzt noch, du hattest mir im Vorfeld gesagt, du hast eine bestimmte oder explizite Meinung zum Thema Hartz IV. Das ist ja heute, Sanktionen ist ja heute unser Thema. Leg mal los. Naja, Hartz IV ist, wie gesagt, ja auch nur ein Element, wie Gesellschaft ist im Endeffekt ein Ergebnis, ein Teilergebnis von Gesellschaft. Gesellschaft beinhaltet ja viele verschiedene Menschen, es sind ja viele Einzelindividuen, aber innerhalb dieser Einzelindividuen gibt es ja sowas wie eine kulturelle Gemeinsamkeit, eine kulturelle Erziehung, Konditionierung. Und auch darin sind ja Werte formuliert zum Beispiel. Und Hartz IV zum Beispiel ist noch ein Aspekt aus einer Zeit sozusagen, wo im Endeffekt dieses Fordern, Fördern oder dieses Fordern vor allen Dingen und diese Leistungsabhängigkeit, die kommt ja aus bestimmten Zeiten. Das heißt, und dass das im Endeffekt noch da ist, ich glaube, dass die meisten Menschen in Deutschland Tatsache schon, dass ihnen klar ist, dass Hartz IV nicht die Lösung sein kann, nicht langfristig, aber dass das im Endeffekt die Organe, die das im Endeffekt bestimmen, viel zu konservativ und viel zu langsame Veränderungsprozesse im Endeffekt haben, sodass die ja sozusagen Hartz IV immer noch als irgendwas präsentieren, was eine Lösung sein könnte. Aber es ziehen ja noch genug Menschen mit, denn wenn, ich denke mir, die Politik wird ja auch nicht so ganz im Elfenbeinturm entscheiden, wenn sie merkt, das Volk macht nicht mehr mit. Also sagen wir mal, es würde sich rausstellen, 80% der Leute wollen Hartz IV nicht mehr, dann würde die Politik, glaube ich, es nicht mehr versuchen durchzuboxen. Also die Leute sind noch dabei, also es sind noch genügend Leute dabei, sagen wir mal so. Ich glaube, das Schwierige ist eher das Nichthandeln. Ich glaube, dass im Endeffekt viele Menschen oder zu viele Menschen auch in Teilen sich zu wenig einbringen innerhalb dieser Gedanken, innerhalb dieser Arbeit, sich darin nicht formulieren oder versuchen mitzumachen, wo Sachen getan werden. Es ist ja wirklich unglaublich schwierig, überhaupt in Deutschland Menschen wegen irgendeines Themas wirklich auf die Straße zu bringen. Ich habe versucht im letzten Jahr und in diesem Jahr habe ich mir einige Demonstrationen auch zum BGE zum Beispiel angetan. Das ist ja teilweise erschreckend, wie wenig Menschen Tatsache die Potenziale dieser Ideen erstmal überhaupt versuchen, sich
zu öffnen in irgendeiner Form. Ne? Das ist das Schwierige. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Resignation, von dem Michael schon mal gesprochen hatte, denen viele Leute dummerweise auch sozusagen unterliegen, auch aufgrund dessen, dass der Alltag ja nicht einfacher für die Leute geworden ist. Ne? Das heißt, der Druck, die Vielfalt der Informationen, die es ja auch vor allen Dingen im Netz gibt, das ist ja unglaublich, wie viel, wie schnell man sich darin verlieren kann, in dieser Masse von Möglichkeiten an Informationen und Alternativen, die es auch schon gibt. Da habe ich zum Beispiel auch noch eine kleine Idee gleich. Es ist geplant, unter dem zum Beispiel auch da eine Internetseite, ein Portal, so ähnlich wie er das macht, zu machen, wo zum Beispiel Links zu Initiativen, Alternativen gesammelt werden, wo man mal versucht, über eine Datenbank die so logisch zu ordnen, dass die Leute auch wirklich damit umgehen können und diese verschiedenen Sachen gefunden werden. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wir machen noch eine kleine Musik und dann sprechen wir nochmal über dieses geplante Portal. Micha, Musik? Der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Wir sind auch schon fast am Ende. Und Katrin, sag uns nochmal eben, was haben wir gerade gehört aus dem Theaterstück raus? Ja, das war eine Demoaufnahme vom Lied von Mühe und Lohn, ein satirisches Lied der Werktätigen, die die Erwerbsarbeit hochhalten. Okay, gut. Passt ja gut zu unserem Thema. Wir haben den Ludger Tebasse hier. So, jetzt ist Michas Kreuz umgekippt. Ich hoffe, das ist jetzt kein böses Omen. Wir haben den Ludger. Dass ich nicht auf Symbole stehe. Wollte ich gerade sagen, also ich bin jetzt nicht abergläubisch, ich hoffe, ihr auch alle nicht, von der Initiative Zeitgeist Movement. Und ihr habt etwas, oder du hast etwas geplant, und zwar ein im Netz, eine Vernetzung von verschiedenen Gruppen und Initiativen. Erzähl mal bitte darüber. Ja, wobei keiner meiner Aktivitäten mache ich wirklich alleine. Das sind fast immer Leute, die, wie gesagt, engagiert sind und sich dort einbinden. Wir sind immer irgendwo Teams auf eine gewisse Art und Weise. Und wie gesagt, das ist ein Portal, das soll eigentlich ein Portal sein, wo Links gesammelt werden von Initiativen. Mhm. Und das Ganze wird, wie gesagt, so datenbankbasiert sein und mit auf eine logische Art und Weise versuchen wir das so aufzubauen, dass es Tatsache auch in einer größeren Menge dann nutzbar bleibt und für die User interessant bleibt. Es soll natürlich zwei oder drei verschiedene Aspekte erfüllen. Erstens soll mal gezeigt werden, wie viel es gibt an kreativen Ideen, wo sich Leute, Menschen engagieren und im Endeffekt Tatsache was tun, auch aktiv, und zwar in der Regel grundsätzlich fast immer ehrenamtlich oder ohne Geld oder sonst was oder Unterstützung. Zweiter Aspekt ist natürlich, dass sich Leute da dann finden sollen, die dort vielleicht was finden, wo sie dann sagen, okay, da mache ich mit, logischerweise, um im Endeffekt da auch Initialzündung und Impulse für die einzelnen Leute, die vielleicht noch nicht irgendwo ihre Idee gefunden haben oder Möglichkeiten gefunden haben, wo sie sich engagieren können, dass sie da dort das Richtige finden. Und das Dritte ist natürlich, dass sich vielleicht auch Initiativen dort wiederfinden, wo die sagen, okay, das passt ja genau rein in dem, was ich will oder was wir machen wollen. Vielleicht kann man da und da zusammenarbeiten und das gemeinsam jetzt irgendwie weiter vorantreiben. Ne? Also um da Synergien sozusagen zu erzeugen, weil in der Regel ist es ja die Woman-Power, also mit Schrägstrich, die ja vielen Leuten fehlt und vor allen Dingen in der Regel auch natürlich das Geld. Ne? Und da kann man sich ja gemeinsam zusammentun. Kontakte. Das heißt, wenn jetzt Leute, die bei uns zuhören, die haben irgendeine Initiative, irgendeine Idee oder machen gerade was, die können sich bei dir melden und können das mit reinstellen. Gibt's also denn wir da machen schon, das so, dass das Tatsache ist, man schickt die dann diese E-Mails oder die Ideen erstmal per E-Mail rüber, aber die Datenbank, wo man darauf zurückgreift und die Sachen wiederfindet, wird dann so sein, dass man Tatsache eigene Bewertung zum Beispiel mit reinbringen kann. Also die wird grundsätzlich erstmal von uns gescheckt und bewertet auf eine gewisse, das heißt Inhalt nicht bewertet, in dem Sinne ist böse, schlecht, sonst, sondern so, dass man schon mal so einen groben Umriss, also eine Beschreibung und keine Bewertung da reinbringt. Und dann ist aber auch die Möglichkeit, dass so zum Beispiel Leute, die dann da zugreifen und noch Informationen haben, sich im Endeffekt da einbinden können und ihre Informationen mit reinbringen können. Und das wird natürlich administratorisch natürlich immer überwacht, sodass da jetzt nicht irgendwo, wie das oftmals in Foren der Fall ist, dann nur noch sinnlose Informationen oder gegenseitige Vorwürfe oder was formuliert werden. Gibt es denn da Vorgaben, wer bei euch mitmachen kann und wer nicht? Also habt ihr da irgendwie so einen ideologischen Überbau oder? Da wird gerade noch ein bisschen drum gestritten oder sagen wir mal hart diskutiert, aber generell wollen wir so offen sein wie möglich. Wesentlich ist, dass zum Beispiel alternative Ideen grundsätzlich in irgendeiner Form
Form dort gegenüber dem, was jetzt oder wie jetzt was gemacht wird, dort irgendwo aufgegriffen werden. Hm. Es geht also alternative Lebensweisen, Wirtschaftsweisen auch genau. Im Endeffekt gibt es auch Wirtschaftsmodelle, die ja im Endeffekt schon am Laufen sind. Es gibt eine Bio-Kühlfirma, die zum Beispiel Gemeinwohl-Prinzip eingeführt hat bei sich, wo die Leute alle dasselbe verdienen und auch immer über ihren Verdienst selbst abstimmen. Das ist natürlich schön. Davon weiß man auch nicht viel und sowas gibt es zum Beispiel ganz viel. Es gibt einige Firmen in Deutschland auch und auch in Europa oder auf der Welt, die wirklich schon ganz viel alternative Wirtschaftsmodelle schon wirklich heute praktizieren, die man sich in Teilen, die noch diskutiert werden, als unmöglich. Ne? Die machen das schon teilweise seit Jahren. Und das funktioniert dann auch bei denen? Das funktioniert dann auch. Und die werden sich bei euch vorstellen. Ja, das ist ja super zum Beispiel. Ja. Ne? Im Endeffekt wird auch so ein redaktioneller Teil ist dann geplant, wo dann tatsächlich auch so eine Projekte nochmal gezielter vorgestellt werden, mit Videos gegebenenfalls. Aber es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, wie jetzt so die Leute, wie wir da vorankommen. Wie gesagt, wir machen das ja auch alle nebenbei mehr oder weniger. Aber mit dem ideologischen Überbau nochmal, also ich dachte jetzt wirklich ganz platt an politische Richtung, rechts, links. Also wir haben ja zum Beispiel heutzutage gar nicht mehr so diese Trennung, alle Linken sind so Ökos und Esoteriker und so. Also wir haben ja, ich sagte das ja eingangs schon, wie ich dich gefragt hatte, wir haben ja rechte esoterische Gruppen auch in Deutschland, überhaupt auf der Welt, die sich überall so ganz gern mit einbringen. Wie ist das? Können die sich bei euch vorstellen? Wollt ihr das nicht haben? Wie prüft ihr das oder prüft ihr das überhaupt? Wir schauen uns natürlich, wir schauen uns diese Links natürlich an. Und da, also wir machen das, versuchen das in einem Team sozusagen kreativ und ein bisschen aufgrund vom gesunden Menschenverstand auch zu betrachten. Was ist da, was für Potenziale stecken da wirklich drin und wie weit, ist es auch irgendwo vielleicht ein bisschen vom Wahnsinn beleckt oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, wie man sagen soll. Man versucht es dann, man muss es im Endeffekt erstmal durch ein gesundes menschliches Bauchgefühl durchzujagen. Okay. Weil es gibt wirklich so unglaublich viele Geschichten, die sich im ersten Moment gar nicht so erfassen lassen. Da muss man sich, ist natürlich ein Haufen Arbeit, logischerweise. Ja. Aber wir werden das auch nach und nach füllen. Das wird nicht sofort mit Zehntausenden von Links natürlich gefüllt sein. Und es gibt ja schon sehr, sehr viele Sachen, die jetzt schon vorbearbeitet sind, wo wir jetzt im Endeffekt auch schon dran sind, wo Links schon geprüft worden sind. Und da wird also schon eine große Sammlung sein. Und viele Sachen sind ja auch bekannt und schon im Endeffekt seit längeren Jahren auf dem Markt, wie zum Beispiel Ideen wie Phenopoly, wo es eine Genossenschaft gibt, wo alle mitgehen können. Oder eben, wie gesagt, Foodsharing, Lebensmittelretter, Laila Berlin, zum Beispiel als Oldsharing und auch Ulla, der Umsonstladen oder die erste Umsonstläden überhaupt. Ich weiß nicht, ob die einer kennt, am Ansteinufer zum Beispiel, ein ganz wunderbares Projekt. Also es gibt so unglaublich viele, die ja schon seit Jahren am Start sind und die kommen natürlich als erstes. Und das ist gut, da hat man sie mal alle auf einmal, ne? Also ja, das heißt, man muss ja sonst eigentlich immer rumsuchen, ist in Suchmaschinen eingehen, man hat nie ein Portal, wo man alle zusammenfindet und das ist, fehlt eigentlich noch, ne? Aber ihr macht es auch ehrenamtlich in Selbstausbeutung, ne? Immer, auf jeden Fall. Selbstausbeutung ist die schönste Ausbeutung, finde ich. Das Dezentrale mal zu zentralisieren, ist nicht einfach. Ja, genau. Ja, weil das Schwierigste wirklich, dass die Leute, das Medien taucht halt nicht auf. Ne? Viele Sachen, den Leuten ist eigentlich, glaube ich, wenn man sich nicht bewusst im Internet auseinandersetzt, ist den meisten Leuten nicht bewusst, wie viel schon auf dem Markt ist und was schon im Endeffekt alles an Leuten, an Initiativen und an Selbst... ja, initiierten Geschichten schon am Start ist, wie viel Power eigentlich schon da drin steckt. Jetzt sag uns doch nochmal zum Schluss, wie kriegt man oder wie kann man Kontakt mit euch aufnehmen? Ja, da werde ich dann auch, das müssen wir dann, weiß ich nicht, wie macht ihr das normalerweise? Also momentan ist meine einzige E-Mail-Adresse, die es gibt, lautet jetzt@mal-ehrlich.info. Und wo kann man mehr erfahren? Welche Webseite gibt es da? Die ist noch im Bau. Ach so, okay. Die ist noch nicht online. Also das heißt, Leute, ihr könnt euch an Ludger Tepasse direkt wenden. Ja, über diese, das ist meine, genau, über diese E-Mail-Adresse. Wir werden die auch in dem Film, den Klaus heute von dieser Sendung anfertigt, werden wir nochmal die E-Mail-Adresse einblenden und dann könnt ihr euch an ihn wenden. Und ich kriege gerade ein Zeichen. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Ja, schön. War schön, hier zu sein. Ich danke dir vielmals, aber ich danke euch gleich nochmal zum Schluss. Also die Dankestiraden, da kommen wir noch zu. Micha, du machst die Abmoderation in Sachen Termine. Die mache ich eigentlich. Aber ich dachte, wir gehen jetzt hier erstmal eine Runde rum und lassen nochmal die Katrin erzählen, wann, wie, was, wo zu genau, erfahren. Katrin erzählt uns nochmal. Und dann der Micha noch und dann mache ich den ganzen Rest. Katrin, erzähl uns noch mal bitte, wo läuft das Stück, wo kann man Karten kriegen? Also das Stück namens Gras, ein politisches Musical,
Das läuft am Kungerkiez-Theater und das Kungerkiez-Theater spielt dieses Stück im JUKUZ, Jugend-, Kunst- und Kulturzentrum Gérard Philippe, in der Karl-Kunger-Straße 2930 in Alt-Treptow. Und man bekommt Karten über die Website theater.kungerkiez.de. Da kann man sehr bequem online Karten reservieren. Und was gibt's noch zu sagen? Die Premiere ist am 23.03., also am Sonntag in 2 Wochen. Und dann spielen wir das Stück noch an den folgenden beiden Wochenenden mindestens noch. Dankeschön, Katrin. Und nochmal ganz schnell zum Mitschreiben die E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist für das Portal ist jetzt@mal-ehrlich.info. Und ich wollte auch mal kurz auf das Zeitgeist Movement, auf den Event in Sieder hinweisen. Wie gesagt, der ist am 15. März am Samstag. Einlass ist 14.30 Uhr und das ist im Gotischen Saal in Berlin-Tempelhof. Und da kann man sich über zeitgeistmovement-berlin.de informieren. Super. Micha. Ja, ich wollte ganz gerne noch mal dran erinnern, zum einen an die Demo in Gedenken an Rosemarie F. und die Opfer der Agenda 2010 am 11. April 2014 ab 11 Uhr vom U-Bahnhof Schönleinstraße in Berlin-Kreuzberg. Wer die ganze Strecke nicht mitlaufen will, kann gerne dann irgendwo mit einsteigen oder auch aussteigen, je nachdem wie er will. Die Demo-Route führt über den Oranienplatz und die Rudi-Dutschke-Straße vorbei, dann an der Agenda 10-Zentrale, dem sogenannten Willy-Brandt-Haus, zum Haupteingang des Jerusalem-Friedhofs Mehringdamm 21. Und jetzt die erste Kreuzaktion ist am 17. März im Rahmen der Anhörung zur Abschaffung des Hartz, also zur Anhörung der Petition, der eingereichten Petition von Inge Hahnemann zur Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen im Hartz-IV-System. Dann möchte ich darauf aufmerksam machen, dass ich am Mittwoch eingeladen wurde, und zwar zum offenen Kanal in Kassel. Dort moderiere ich eine Sendung von 17 bis 18 Uhr zusammen mit Ralf Böß, mit Dr. Bernhard Hoppe, Fraktionsdemokratie erneuern Freie Wähler, Dr. Meinert Rammes-Away, Piratenpartei Göttingen und wohl auch mit Frau Kai Bonninghaus, ehemalige Bürgermeisterkandidatin der Fraktion Kasseler Die Linken. Das Ganze, wie gesagt, jetzt am Mittwoch, dem 12. von 18 bis 19 Uhr. Nee, von 17 bis 18 Uhr. So, und dann will ich auf noch einen internen Termin aufmerksam machen, weil ich zum Wendeberater befragt wurde. Ich bin am Donnerstag bei den Linken im Landtag von Brandenburg in Potsdam bei einer Fachberatung zum Thema Integration von Langzeitarbeitslosen und man hat mich dort als Wendeberater sozusagen geordert. Das ist schön. Ich hoffe, die zahlen dir auch Geld. Da wollen wir mal drüber reden, weil, ich weiß nicht, ich muss jetzt schon mal schnell auf die Uhr gucken, haben wir noch ein bisschen, Moment, haben wir noch, weil das Problem ist eben halt, sie versuchen Gelder zu bekommen von der EU, um Langzeitarbeitslose in Arbeit zu bringen. Und ich will Ihnen mal klar machen, es sind schon ganz viele Langzeitarbeitslose in Arbeit und aktiv. Und wenn man denen Geld gibt und die anderen sehen, dass die Geld kriegen, würde man die auch motivieren und so weiter. Also das wird ein interessantes Streitgespräch, hoffe ich. Das sind wir gespannt. Bestimmt mit vielen Tätigkeiten so, die schon getan werden. Genau. So, damit kommen wir jetzt zu den Hörfunk-Ansagen. Wir machen ja am 23. März wieder ab 16 Uhr live die Crazy Words, das sei schon mal gesagt. Hier auf rockradio.de haben wir ab 20 Uhr, heute Abend ab 20 Uhr von 20 bis 23 Uhr rockradio.de on Konzert. Henrik Feischlader gibt's live aus dem Kesselhaus in der Kulturbrauerei. Und ich kann euch sagen, ich habe die vorhin bei meiner Stadtführung noch auspacken sehen mit ihrer Technik, also ab 20 Uhr hier auf rockradio.de, rockradio.de on Concert, Henrik Feischlader dann live hier bei uns. Pommes Rot-Weiß gibt es am kommenden Sonntag ab 18 Uhr wieder ganz normal und der Okabit bei Alex auf 88.4, da habe ich dann mit meiner tollen Kommunikatorin Juliane Bär den Martin Mirsch zu Gast. Das wird sehr spannend werden. Habe ich hier noch irgendwas? Den BGE-Papst höchstens wieder in 5 Wochen am 13. April. Und Juliane, wen hast du denn da eingeladen? Wir haben das Thema Alleinerziehende und Hartz IV. Da haben wir 2 alleinerziehende Mütter hier und die werden euch erzählen, welche Probleme sie haben mit Hartz IV und wie schön es wäre,
wenn wir ein BGE hätten. So, und ich verabschiede mich von meinen Gästen. Das war einmal die Autorin Katrin Heinau. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich kommen konnte, Julian. Und Ludger Tepasse von der Initiative Zeitgeist Movement. An dich auch vielen Dank. Ja, schönen Dank. Schönen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Micha, für die Technik und natürlich heute für deinen Beitrag. Vielen Dank, Rolf. Und vielen Dank, Klaus, fürs Mitfilmen. Ihr könnt den Film ab Dienstag oder Mittwoch in unseren Kanälen sehen. Vielen Dank ans Publikum und ja, ich spiele noch eine Musik und sage noch ganz kurz, ich bin ein Kind dieser Erde, weshalb mir ein bedingungsloses Grundeinkommen bis zum Tod zusteht. Ja.